Ja, hallo alle zusammen, schön, dass ihr heute hier seid, dass ein Teil von euch hier im Raum ist. Ich denke mal, dass auch noch ein paar nachkommen werden, so wie wir unsere Jugend kennen. Aber es sind auch bestimmt einige live zu Hause vor Ort, vor den Geräten. Schön, dass auch ihr heute eingeschaltet habt zu unserer zweiten Fragerunde. Oder im vergangenen Jahr. Wir haben ja im Oktober schon das erste Mal so eine Fragerunde durchgeführt, in der ihr uns Fragen stellen konntet, etwa ein paar Sachen, die euch beim Bibellesen komisch vorkamen oder die ihr nicht ganz verstanden habt, die ihr dann an uns weitergeleitet habt, und dann sind wir hier darauf eingegangen. Und heute wollen wir das ebenso tun, haben dafür wieder kompetente Gäste mit am Start, den halben Ältestenkreis plus Christian und Rudi, ja, und mich und Gerd, ich denke mal, ihr kennt die ja alle. Und werden dann eben auf ein paar Fragen eingehen. Bevor wir das machen, werde ich gleich jetzt aber einmal beten zu Beginn der Veranstaltung, und dann werde ich ein paar Ansagen weitergeben, und dann erkläre ich, wie die Fragerunde an sich so vonstatten gehen wird heute. Ihr könnt ruhig auch sitzen bleiben, wenn ihr mögt. Danke dir, Herr Jesus, dass wir uns heute wieder hier treffen dürfen als Jugend, und dass wir gemeinsam über dein Wort nachdenken dürfen, über verschiedene Fragen, die uns gekommen sind in deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du auch heute zu uns redest, dass wir ja aufmerksam zuhören können und dich und dein Wort besser verstehen lernen und ja, das auch besser anwenden können in unserem Alltag. Danke, Herr, dass wir mit dir und deinem Segen rechnen dürfen. Amen. Amen. Ja, zunächst einmal ein paar Ansagen, die Jugend betreffend. Also nächste Woche ist wieder ganz normale Jugendstunde. Da werden wir mit unserer Themenreihe über die Könige weitermachen. Und dann gibt es noch eine Vermeldung oder eine Ansage für eine Aktion in 2 Wochen. Also wir als Leitungsteam haben uns überlegt, was man vielleicht für eine Aktion als Jugend durchführen kann während Corona, ohne gegen die Regularien zu verstoßen. Und uns ist da eine Idee gekommen. Und wir wollen zusammen ein Spiel spielen, und zwar am Samstag in 2 Wochen. Wie genau das Ganze abläuft, darüber werden wir euch noch informieren. Aber haltet euch den Samstagabend frei. Das wird dann vielleicht 1, vielleicht 2 Stunden dauern. Wäre cool, wenn viele dabei wären, dass wir dann auch wenn auf Distanz, aber ein bisschen Gemeinschaft miteinander haben können. Und ja, wie gesagt, weitere Informationen werden dann noch die Tage folgen. Da wird Justin noch was in die Gruppe schreiben. Ja, und jetzt kommen wir zu dem, weshalb wir heute hier sind. Und zwar haben uns, wie gesagt, ein paar Fragen erreicht dieses Mal, und wir haben auch noch ein paar Fragen vom letzten Mal offen gehabt, auf die wir zum Teil auch eingehen wollen. Und das Ganze soll so sein. Also ich werde die Frage so ein bisschen einleiten, so wie das letzte Mal. Und dann wird eine Person hier vorne diese Frage beantworten. Und wenn diese Person fertig ist mit ihren Antworten, dann habt ihr die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Also wenn euch irgendetwas nicht ganz klar geworden ist, die Person vielleicht irgendwie genuschelt hat oder so, oder sonst aus irgendwelchen anderen Gründen es nicht ganz verstanden worden ist, was gemeint ist, oder vielleicht durch die Antwort neue Fragen aufgemacht wurden, die in dieselbe Richtung gehen, dann könnt ihr euch einmal melden. Und dann werden Justin und Kai, die werden dann mit einem Mikro zu euch kommen. Dann könnt ihr die Frage stellen, und dann wird hier live auf die Frage, so gut es geht, geantwortet. Ja, also keine Scheu, Fragen zu stellen. Wie in der Schule, es gibt keine dummen Fragen. Nur wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja, so. Kommen wir, bevor ich jetzt noch weiter Blödsinn rede, zur ersten Frage. Und zwar ist es eine Frage, mit der bestimmt jeder von uns schon mehr oder weniger mal konfrontiert wurde. Spätestens dann, wenn mal jemand zum Grillen einlädt. Ja, dann gibt es ja immer diejenigen, die gefühlt 100 Kilo Fleisch pro Person mitbringen. Und dann gibt es die, die so 2 Blatt Salat mitbringen und das dann auch gegrillt haben wollen. Und dann entsteht immer so ein Diskurs: Wie kann man nur Salat grillen, oder wie kann man nur Fleisch grillen? Und es ist ja tatsächlich so, dass
wir in einer Zeit leben, in der sehr viel Fleisch produziert wird, aber das oftmals auf eine sehr brutale Art und Weise. Es wurde ja jetzt Anfang des Jahres erst ein Gesetz eingereicht oder vorgelegt, dass das Kükenschreddern ab nächstem Jahr verboten werden soll in Deutschland. Damit wird Deutschland ein großer Vorreiter sein, was diese Fleischproduktion da angeht. Wie genau das dann aussehen wird, werden wir dann sehen im nächsten Jahr. Aber es werden ja nicht nur männliche Küken einfach so verschreddert und im Prinzip für nichts erachtet, Hauptsache man kann was essen, sondern auch darüber hinaus wird viel Fleisch produziert auf gewaltvolle Art und Weise. Oder die Tiere werden eigentlich unwürdig gehalten, in engen Käfigen werden da irgendwie gemästet, Hauptsache damit der Mensch etwas zu essen hat. Und da kam jetzt eben die Frage rein, inwieweit so eine gewaltvolle Fleischproduktion von der Bibel her überhaupt zu tolerieren ist oder zu beurteilen ist. Und ob wir als Christen vielleicht deshalb gerade aufgrund der Bibel auf Fleisch verzichten sollten oder nicht. Also was sagt die Bibel zum Thema gewaltvolle Fleischproduktion? Und Rudi, du wolltest dich unbedingt mit dieser Frage auseinandersetzen. Und was hast du da herausgefunden? Ja, das ist eine spannende Frage. Also Thema Fleischkonsum, Massentierhaltung und so weiter. Wer von euch vielleicht im sozialen Bereich tätig ist, also im pädagogischen Bereich oder eher im Krankenpflege und so weiter, da gibt es ganz, ganz viele Personen, die so die vegetarisch leben oder auch vegan und so weiter. Und da wird man immer wieder mit diesem Thema konfrontiert. Und ich möchte diese Frage heute in zwei Fragen einmal ganz kurz aufteilen und in Kürze versuchen zu beantworten. Die erste Frage ist, dürfen wir als Christen überhaupt Fleisch essen? Oder sind wir aufgefordert, komplett auf Fleisch zu verzichten? Und die zweite Frage, da gehe ich dann später drauf ein. Erstmal zur ersten Frage. Ich möchte vorab ein paar Verse vorlesen, die eigentlich relativ selbsterklärend sind und die so einen Querschnitt von Anfang der Bibel bis ins Neue Testament reichen. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 29, da heißt es, und Gott sagte, seht, ich habe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen tragen, zu eurer Speise gegeben. Direkt nach der Schöpfung sagt Gott, alles Kraut, alle Bäume mit Früchten, also vegetarische Ernährung. Von Fleisch ist hier keine Rede. Das ist am Anfang, als Gott die Menschen und die ganze Erde geschaffen hat, der Auftrag oder die Freigabe für die Menschen. Also vegetarisch, von Fleisch noch keine Rede. Aber gut, dass wir an der Stelle nicht einfach nur stehen bleiben, wenn es ums Essen geht, sondern es geht auch weiter. Das verändert sich nämlich im Laufe der Zeit. Wir haben in der Bibel einige Speisegebote. Und in 1. Mose 9, die Verse 3 und 4, das ist nach der Sintflut. Ja, als Noah dann aus der Arche kommt, dann sagt Gott, alles was sich regt und lebt, das soll eure Speise sein. Wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben, aber esst das Fleisch nicht mit seinem Leben, seinem Blut. Also hier sagt Gott, alles was sich regt und was lebt, das soll eure Speise sein. Also Tiere eingeschlossen, es gibt einen kleinen Ausschluss, kein Blut, aber Fleisch ist okay. Und Gott sagt hier, wie das grüne Kraut, also er stellt hier vegetarische Ernährung und gute Ernährung, nein Spaß, das Fleisch auf eine Ebene. Keine Wertung. Bitte keine persönliche Wertung, nur biblisch. Okay, also auf eine Ebene, Fleisch ist erlaubt, vegetarische Ernährung, alles ist erlaubt. Also nach der Sintflut gibt es einen neuen Speiseplan und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Vielleicht hat das einfach was mit der Sintflut zu tun. Ja, Sintflut hat ja alles zerstört. Nicht nur die Menschen, sondern auch die ganze Vegetation auf der Erde ist weg. Oder müsste wahrscheinlich weg sein, wenn so lange so viel Wasser steht. Und es kann sein, dass einfach nicht genug an Pflanzen und so weiter da war, um alle zu ernähren. Ja, und könnte sein, dass das vielleicht ein Grund ist, dass es hier dann die Freigabe gibt, auch Fleisch zu essen. Und dann gehen wir mal ins Neue Testament, in Markus 7, Vers 15 und einige Verse weiter. Ich lese nur Auszüge. Da heißt es, es gibt nichts, das sagt Jesus selbst, es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn unrein machen könnte. Sondern was aus ihm herausgeht, das ist es, was den Mensch unrein macht. Denn es geht nicht in sein Herz,
sondern in den Bauch und wird alle Nahrung verdauend ausgeschieden in die Grube. Alle diese bösen Dinge, also vorher zählt er so einige auf, kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Also ihr könnt mal nachlesen, Markus 7, da zählt Jesus einige Dinge auf. Und Jesus sagt, nicht das, was wir essen, das macht uns unrein, sondern das, was wir von uns geben. Also aus unserem Herzen heraus, was wir reden, was wir tun, was wir machen, das macht uns unrein. Also stellt Jesus hier klar, es gibt keine Speise, die uns unrein macht, an der wir uns versündigen, indem wir davon essen. Nicht alles ist unbedingt sinnvoll und klug zu essen, also irgendein giftiges Tier zu essen und danach irgendwie große gesundheitliche Probleme zu bekommen oder so, wäre jetzt nicht sinnvoll, aber verboten ist es nicht. Und in 1. Timotheus Kapitel 4, da lesen wir auch ein paar interessante Verse, die auch ähnlich sind mit Kolosser 2 ist das. Und da heißt es in 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 3 auszugsweise, der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, weil sie verführerische Geistern und Lehren der Dämonen glauben. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, damit die Gläubigen und die, die die Wahrheit erkennen, sie mit Danksagung genießen. Paulus spricht hier von der letzten Zeit und von einem Problem, dass dort scheinbarweise Menschen auftreten werden oder dass es da Lehren geben wird von Dämonen, die werden verführerisch sein. Kolosser schreibt, es ist ein Schein der Weisheit durch selbst auferlegte Frömmigkeit. Also es hört sich fromm an, es hört sich gut an, aber es ist eigentlich nur menschliche Weisheit. Und dann beschreibt Paulus, wie auch dann im Brief an die Kolosser, sie legen sich eigene Gesetze auf, verbieten bestimmte Dinge zu essen und so weiter. Es sind Lehren von Dämonen. Also was Gott geschenkt hat, das dürfen wir mit Danksagung empfangen und essen. Fazit, Fleischessen ist erlaubt. Fleischessen ist keine Sünde, weil Gott uns auch die Tiere zur Speise gegeben hat. Also in diesem Sinne, guten Appetit, genießt euer Steak. Der andere Punkt und die andere Frage ist die der Nachhaltigkeit. Wie sollte man als Christ die Fleischproduktion, also Massentierhaltung und so weiter, wie sollten wir das bewerten? Und hier möchte ich auch ganz kurz zwei Verse vorab lesen. Das heißt in Sprüche 12, Vers 10, der Gerechte erbarmt sich über sein Vieh, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig. Also hier gibt es schon einen Umgang mit den Tieren zwischen dem Gerechten, also jemanden, der an Gott glaubt und jemanden, der nicht an Gott glaubt. Wenn wir in die heutige Zeit schauen, ist das vielleicht sogar manchmal ein bisschen umgekehrt. Und der zweite Vers finden wir auch in 1. Mose, da heißt es, kennt ihr alle, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Ein Teil des Auftrages, den Gott den Menschen mitgibt. Also wir Christen, wir sind aufgefordert, in unserem Leben verantwortungsvoll zu handeln. In allen Bereichen, das schließt nicht einzelne Bereiche aus und bedeutet auch, dass wir gerade im Punkt von Tierschutz, Umweltschutz und so weiter, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Manchmal behandeln wir das so stiefmütterlich oder reden gar nicht darüber, aber es ist ein Auftrag für uns Christen. Das Herrschen, was hier beschrieben ist, ist nicht gemeint im Sinne von Unterdrücken oder Ausbeuten. Wir Christen sollen nicht ausbeuten, unterdrücken und so weiter. Gott kümmert sich auch um die Tiere, das lesen wir an verschiedenen anderen Stellen. Und wer gestern oder vorgestern in Esbekamp-Butter-Lübbecke in der Bibelstunde zugeschaltet war, da habe ich ja erzählt von der Kuh, die drischt. Wenn eine Kuh drischt, dann trampelt die ja auf dem Korn rum. Und dann hat Gott verboten, dass man dieser Kuh einen Maulkorb verpasst, damit die Kuh, während sie arbeitet, essen darf. Also sie tut was für den Menschen und soll dann dafür auch entlohnt werden, soll essen. Und jetzt wäre es natürlich ziemlich einfach, wenn wir sagen, okay, die Fleischproduktion, die ist absolute Katastrophe, Massentierhaltung und so weiter. Und wir sagen, die Landwirte sind an allem schuld. Wir schieben denen den schwarzen Peter zu und sagen, ihr seid schuld. Ich kenne einen Landwirt persönlich, wir haben uns unterhalten und der hat einige Schweine, die er züchtet und auch Rinder. Und er sagt, das Problem von den Deutschen ist, die wollen nur den Schweinenackensteak haben. Die richtig guten Sachen, so Füße und Ohren und Schwanz und so weiter, hat er gesagt, die wollen wir nicht. Von dem ganzen Schwein wollen wir nur ein ganz kleines bisschen. Und für dieses ganz kleine bisschen muss halt das ganze Schwein geschlachtet werden. Sagt er, das ist schon komisch. Und interessant ist, das kam jetzt gerade in den Medien, da hat Lidl
einen Versuch gehabt in den letzten Monaten. Und zwar war das so eine 1-Euro-Aktion. 1 Euro Aufschlag pro Kilo Schweinefleisch, das dann den Landwirten, den Bauern, zur Verfügung, also gegeben werden soll, damit die nicht unter diesen Dumpingpreisen leiden. Und diese Aktion ging eine Zeit lang und die haben sie auch beendet. Warum? Zwar haben ganz viele in den Nachfragen gesagt, natürlich würden wir teureres Fleisch kaufen, natürlich würden wir mehr ausgeben, wenn man nachhaltiger arbeitet und wenn die Landwirte nicht unter diesen Dumpingpreisen leiden und bessere Qualität liefern können. Aber in der Praxis war es so, dass keiner das Fleisch gekauft hat. Die Regale sind mit diesen Produkten voll geblieben, sodass Lidl wieder zurückgerudert hat. Ja, die Frage ist, wie gehen wir mit dem ganzen Thema um? Tierwohl und so weiter. Ja, sind wir selber bereit, auch mal ein paar Euro mehr für ein Kilo Fleisch auszugeben, als 4 Euro das Kilo im Lidl oder Aldi oder sonst wo? Und da fängt es meistens schon an. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema, was immer die anderen betrifft, sondern es fängt meistens bei mir an. Bin ich bereit, nachhaltig zu leben? Bin ich bereit, auch da ein Augenmerk drauf zu legen? Und wenn, dann müsste ich ja bei mir anfangen. Ich müsste nicht sagen, Michi, du musst jetzt das teure Fleisch kaufen, sondern ich müsste selber bereit sein, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Wenn ihr mal gutes Fleisch essen wollt, ihr kommt zu mir, ich kenne eine gute Adresse, gibt super Fleisch, ich sage jetzt nicht den Namen, aber da könnt ihr gutes Fleisch aus guter Produktion essen und den Tieren geht es wirklich gut. Aber wir wollen nicht nur beim Tierwohl stehen bleiben, Umweltschutz allgemein. Haben wir unser Verhalten da mal hinterfragt? Wer von euch schaut zwischendurch hier Netflix, Sky Go, Amazon Prime, was auch immer? Ja, ihr müsst euch eigentlich alle melden, glaube ich, ne? So, wir streamen alle Filme, sind online unterwegs und so weiter. Haben wir mal drüber nachgedacht, wie viel Strom verbraucht wird, damit ein Film geschaut werden kann? Weil die ganzen Filme müssen ja irgendwo gespeichert werden, auf irgendwelchen Servern in der Welt, die schlucken unglaublich viel Strom, die müssen gekühlt werden, die ganzen Serverräume, das zieht auch unglaublich viel Energie. Also da gibt es ganz viel Nachholbedarf, glaube ich. Ja, wir reden von Nachhaltigkeit und meinen manchmal immer nur das eine Thema. Und das ist wichtig, dass Tierwohl, Umweltschutz, dass das alles auch im Fokus steht, dass wir darüber nachdenken. Aber es geht noch eine Sache, wo wir ein Stück weiter denken müssen. Wenn wir über Tierwohl und Umweltschutz reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass es Produkte gibt, die wir konsumieren, wo ganz am Anfang der Lieferkette Ausbeutung von Menschen steht, wo moderne Sklaverei praktiziert wird. Wer von euch trinkt Kaffee? Ja, einige. Muss es der günstigste Kaffee sein, den ihr irgendwo im Geschäft kriegt, wo ganz häufig die Bauern in verschiedensten Ländern ausgebeutet werden, damit ihr so und wir so günstig den Kaffee trinken können? Oder kann es auch ruhig mal teurerer Kaffee sein, wo man die Lieferkette nachverfolgen kann und ganz genau weiß, dass die Menschen, die das produzieren, die den Kaffee anbauen, dass die auch vernünftig entlohnt werden? Kakao, genauso ein Thema. Aus Ghana und wo auch immer, da ist IJM zum Beispiel gerade aktiv und wollen da einen Fuß reinkriegen, weil da einfach katastrophale Bedingungen herrschen. Da werden Kinder ausgebeutet, kleinste Kinder müssen arbeiten, damit wir so günstig Kakao trinken können oder Schokolade essen können. Also da auch mal ein Punkt zum Nachdenken. Oder das Thema Mode. Und damit möchte ich dann auch die Beispiele ja abschließen. Was ist mit Mode? Jedes Jahr gibt es irgendwie eine neue Mode. Eine Zeit lang waren diese Sneaker-Socken, also diese ganz kurzen in, dann jetzt aktuell sind, glaube ich, die ganz hochgezogenen Socken in, keine Ahnung. Also es verändert sich jedes Jahr und wir gehen mit der Mode mit und kaufen entsprechend Sachen neu nach und andere Sachen schmeißen wir aus dem Kleiderschrank raus. Und nachhaltig ist das eigentlich nicht. Nachhaltig ist, ich kaufe mir eine Hose, ich trage die so lange, bis die kaputt ist und dann schmeiße ich sie weg. Vielleicht repariere ich sie noch, aber danach schmeiße ich sie irgendwann weg und kaufe mir dann erst eine neue. Und kaufe mir nicht eine neue Hose, weil die Mode es gerade vorgibt. Denn viele Klamotten, die wir tragen, werden auch unter katastrophalen Bedingungen hergestellt, wo Menschen ausgebeutet werden. Und da möchte ich einfach so ein bisschen unsere Wahrnehmung mehr schärfen oder vielleicht sensibilisieren für. Was konsumiere ich, wofür andere Menschen leiden müssen, wofür andere Tiere leiden müssen? Ja, also da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Nachhaltigkeit ist ein gutes, ein wichtiges Thema und das betrifft sowohl den Tierschutz, Umweltschutz, aber es betrifft besonders auch, dass Menschen nicht ausgebeutet werden und dass wir gucken, was konsumiere ich, wo Menschen für ausgebeutet werden und was kann ich dagegen tun? Vielleicht verzichte ich mal das ein oder andere Mal
auf den ein oder anderen Konsum, um es Menschen an der Stelle leichter zu machen. Es gibt ja immer das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Stellt euch mal vor, keiner in Espelkamp würde im Lidl und Aldi oder in den anderen Geschäften das günstigste Fleisch kaufen, wo es Massentierhaltung hintersteht. Dann wird man das irgendwann nicht mehr in die Regale packen. Dann wird man das teurere Fleisch, das, wo eine bessere Produktion hintersteht, ja, dann wird man das in die Regale packen, wenn alle das kaufen. Also es ist immer ein Punkt Angebot und Nachfrage. Und wie die Nachfrage ist, das kann jeder einzeln selbst beeinflussen. Ich hoffe, die Frage ist soweit umfassend erklärt. Gibt es vielleicht Rückfragen? Genau, dann könntet ihr die jetzt stellen. Vielleicht eine Frage von mir. Gibt es überzeugte, bekennende Vegetarier hier in der Runde? Ich. Du? Ja, ich esse Fleisch von vegetarisch ernährten Rindern. Okay. Ein Secondhand-Vegetarier. Nee, spannend, weil meine Nichte beispielsweise, sie ist Veganerin und Vegetarier, Veganer, die trifft man ja heutzutage überall. Und da, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, ich habe hier mal Römer 14 aufgeschlagen, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Und das finde ich ist ja auch ein ganz, ganz tolles Prinzip, wo Paulus auch gewisse Freiräume gibt und sagt, Mensch, das Entscheidende ist, wir stehen komplett vor Gott, ob wir jetzt Fleisch essen, ob wir nicht Fleisch essen, ob wir auch in anderen Bereichen, Mode oder sonstigen Dingen, wo auch immer wir stehen, wir haben gewisse Freiräume und innerhalb dieser Freiräume können wir uns frei bewegen, aber wir müssen uns eben dessen bewusst sein, wir stehen vor dem Herrn. Und es darf auch nicht zu einem Thema werden, worüber man sich im Endeffekt streitet oder wo Freundschaften auseinandergehen oder sonst irgendetwas, hat es alles schon gegeben, sondern einfach dieser geschwisterliche Umgang. Ja? Der eine verachte den nicht, der andere richte nicht, der es tut, sondern besinnt euch vielmehr auf das, was wirklich wichtig ist im Leben mit Jesus. Ja? Also das ist so ein ganz praktischer Tipp nochmal von Paulus. Ja, danke dir. Ein ergänzender Gedanke vielleicht noch zum Schluss. Die Gefahr ist bei manchen Personen, die sich so stark auf vegetarische, veganische oder sonst was Ernährung fokussieren. Also ich habe das Gefühl, dass es bei manchen so eine Art Ersatzreligion wird. Es geht nur noch um Ernährung und um nichts anderes. Und da steckt, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr. Wenn sich jemand entscheidet, vegan, vegetarisch oder so zu leben, ist das völlig in Ordnung. Aber wir sind nicht berechtigt, das, was Gerd gesagt hat, einander zu verurteilen. Und es darf kein Götze für uns werden, der sich in unser Leben einschleicht, der einfach einen extrem hohen Stellenwert bekommt. Das ist dann ja auch mit der Stelle aus 1. Timotheus, die du vorgelesen hast, ne? dass es immer mehr wird. Ja. Okay, wenn es sonst keine Rückfragen mehr gibt, würden wir einfach zur nächsten Frage übergehen, die in eine ganz andere Richtung schlägt. Man könnte fast sagen, wir gehen von der Küche in die Kirche, wenn man eine Brücke schlagen möchte. Und zwar ist es ja so, dass wir glauben, dass, und die Bibel sagt es uns auch, wenn wir uns bekehren, dann bekommen wir als Christen den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist, der lebt in uns. Und Jesus spricht davon in Johannes 14 bis 16 seinen Jüngern immer wieder zu, dass wenn er in den Himmel aufsteigt, dass er dann den Tröster schicken wird, den Heiligen Geist, der die Jünger dann leiten wird. Und mit dem Heiligen Geist kehrt nicht nur er in uns ein, sondern er gibt uns auch Geistesgaben. Ja, wir haben vor einigen Wochen, das ist schon einige Wochen her, glaube ich, fast ein Jahr wahrscheinlich schon, hatten wir hier ein Thema zum Thema Geistesgaben. Und wir lesen in 1. Korinther 12 davon, dass der Heilige Geist, dass der Geist einem jeden einzelnen Gläubigen die Gaben gibt, wie er will. Ne, da gibt es jetzt keinen, der irgendwie groß Anspruch anmelden kann, hier, ich werde auf jeden Fall lehren oder sonst etwas tun, sondern der Heilige Geist gibt, wem er will. Nun ist es aber so, dass einzelne Geistesgaben einen größeren Reiz haben als andere. Ja, die Geistesgabe des Dienens, die wird nicht so gerne, da beten nicht so viele Leute unbedingt drum,
wahrscheinlich die einzige Gabe, um die noch weniger gebetet wird, ist die Gabe des Gebens. Das will man noch weniger. Aber es gibt eben Gaben, die viele haben wollen, wie das eben das Lehren, dass man vorne steht, ja, dass man das weitergeben kann. Oder auch die Gabe der Zungenrede, von der die Bibel spricht. Und es ist ja so, bei uns in der Gemeinde, diejenigen, die, oder ja, ihr geht ja alle bei uns in die Gemeinde, die im Livestream sitzen und nicht bei uns in der Gemeinde sind, wir üben diese Gabe bei uns nicht praktisch im Gottesdienst aus, obwohl in der Bibel von dieser Gabe gesprochen wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum legen einzelne Gemeinden vielleicht einen sehr großen Fokus auf gerade eben diese Gabe? Andere Gemeinden wie wir sagen, diese Gabe wird im Gottesdienst bei uns nicht ausgelebt, obwohl sie in der Bibel vorkommt und obwohl Paulus sie im ersten Korintherbrief auch nicht verwirft, also nicht sagt, dass es etwas komplett Schlechtes ist. Warum ist es eben so, dass wir als Gemeinde die Zungenrede nicht praktizieren? Gerd, und du hast dich mit dieser Frage befasst, nicht nur in der Vorbereitung auf die Jugendstunde heute, sondern auch schon etwas länger. Genau, was kannst du uns da aus der Bibel her sagen, warum wir das so handhaben, wie wir es tun? Okay, ich formuliere nochmal die Frage, so wie sie 1:1 gestellt wurde. Warum praktiziert, lehrt unsere Gemeinde keine Zungenrede oder generell engeren Kontakt mit dem Heiligen Geist, wenn es doch in 1. und 2. Korinther also positiv und eine Geistesgabe beschrieben wird? Das sind eigentlich zwei Fragen, die hier gestellt werden, wo ich erstmal auf die zweite ganz kurz eingehen möchte, bevor ich dann die erste beantworte. Und zwar ist es die Frage nach dem Heiligen Geist. Wenn man in charismatischen Pfingstgemeinden unterwegs ist oder auch mit Leuten zu tun hat, dann wird man merken, dass da eben ganz, ganz viel immer vom Heiligen Geist gesprochen wird. Das heißt, in jedem dritten, vierten Satz kommt irgendwie der Heilige Geist vor und der Heilige Geist hat mich geführt und er hat mir das und das gezeigt und das will er von mir und so weiter. In unserer Gemeinde oder in ähnlichen Gemeinden finden wir den Heiligen Geist von dem, wie es gebraucht wird, in unserem Sprachgebrauch etwas weniger, was aber nicht bedeutet, dass er in irgendeiner Weise weniger wichtig oder wertvoll oder sonst irgendetwas ist. Ja, ich sage es immer wieder in verschiedenen Kreisen, haben auch beim Gemeindebibeltraining gerade letztes Jahr, da 10 Einheiten haben wir dazu gehabt, über den Heiligen Geist, dass wir Christen eine gesunde Beziehung zu dem Heiligen Geist brauchen. Ja, niemand ist euch so nah wie der Heilige Geist. Und das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist den Heiligen Geist in irgendeiner Weise abwerten, ihn nicht in eurem Leben betonen oder so tun, als ob er nicht da ist. Ich glaube, wenn man ganz genau hinschaut, wird der Heilige Geist in unseren Gemeinden ganz genauso betont wie in charismatischen Gemeinden. Nur wir haben einfach andere Begrifflichkeiten. Ja, wir sagen, wir gebrauchen jetzt vielleicht nicht diesen Begriff der Salbung, der uns fremd ist, sondern wir haben unsere eigenen Begriffe dafür. Ja, ich habe gemerkt, dass Gott mich wirklich gesegnet hat in dieser Situation. Jemand anders würde sagen, Mensch, ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich gesalbt hat in dieser Situation. Ja, wir meinen beide dasselbe, aber wir gebrauchen unterschiedliche Worte. Und das hat etwas mit Geschichte zu tun, mit gewachsenen, tradierten Worten, die man dann eben gebraucht in bestimmten Umfeldern. Aber der Inhalt ist identisch. Und so ist es genau das, was wir lernen. Also achtet darauf mal jetzt Sonntag, ich weiß gar nicht, wer jetzt am Sonntag predigt. André, achtet mal drauf, ob er was über den Heiligen Geist sagt. Und wenn er nichts sagt, dann schreibt ihn alle an und sagt, der Heilige Geist hat gefehlt. Das Skript nochmal überarbeiten. Und achtet tatsächlich mal drauf. Wir gebrauchen oft so die Formulierung, ja, und lass dich darauf ein, ja, dass Gott dich da führt, dass Christus dir den Weg zeigt. Und das sind alles gewisse Synonyme im Sinne der Dreieinigkeit, die genauso gebraucht werden können. Ob ich jetzt sage, der Heilige Geist leitet mich, das ist richtig. Wenn ich sage, Christus leitet mich, das ist richtig. Wenn ich sage, Gott leitet mich, das ist richtig. Ich glaube schon, dass wir auch lernen müssen, ein bisschen zu spezifizieren, dass wenn der Heilige Geist mich jetzt wirklich führt und leitet, dass ich das auch ihm zuschreiben kann und nicht pauschal einfach immer Jesus sage. Aber vom Gedanken dahinter ist genau das der Gedanke. Und wie gesagt, wir gebrauchen oft andere Worte, der Gedanke, aber der dahinter steht, ist immer derselbe. Wir sind gerade durch die ganze Apostelgeschichte gegangen und haben da das Wirken des Geistes gesehen und haben da so viel Heiliger Geist
entdeckt und das auch auf unser Leben übertragen und auch ganz wertvolle Perlen entdeckt, was er mit unserem Leben zu tun hat. Also wir lehren einen engen Kontakt mit dem Heiligen Geist und wir wünschen uns, dass jeder von euch wirklich eine gesunde Beziehung mit dem Heiligen Geist hat. Und wenn es nicht der Fall ist, dass wir ganz neu über dieses Thema nachdenken, vielleicht mal eine nächste Themenreihe in der Jugendstunde, dass man sich mal intensiv mit dem Heiligen Geist auseinandersetzt. Die Frage, die damit dann ja auch zusammenhängt, warum praktiziert, lehrt unsere Gemeinde keine Zungenrede? Auch da nochmal ganz grundsätzlich einige Gedanken. Das ist genau das, wie André das auch eingeleitet hat. Das ist die Frage nach dem Umgang mit Geistesgaben in der Gemeinde. Ja, das Thema Geistesgaben gibt es immer wieder in den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Und wenn wir über Geistesgaben reden, reden wir davon, dass es eine von Gott geschenkte Gabe zur Erbauung der Gemeinde ist. Und jede Gabe, die dann genannt wird und auch jede, die es darüber hinaus gibt, muss sich an dieser Definition messen lassen, weil das eine Definition ist, die Paulus selber gibt. Es muss zur Erbauung geschehen, der Gemeinde. Und dann ist jetzt eben die Frage, was André auch gesagt hat, jeder von euch, der Jesus Christus im Herzen hat, hat von Gott eine Geistesgabe geschenkt bekommen. 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden, das seine zuteilt, wie er will. Also hier geht es um die Souveränität des Heiligen Geistes in deinem und in meinem Leben. Also Geistesgaben werden niemals willkürlich gegeben. Ja, Gott sieht ganz genau in das Herz, Gott sieht ganz genau, welche Gabe wer braucht, um somit auch ein Segen zu sein für andere Menschen, für die Gemeinde. Und manchen Leuten, glaube ich, enthält Gott vielleicht auch die eine oder andere Gabe vor, dass er sagt, nein, ich gebe dieser Person, die vielleicht sehr redegewandt ist, nicht die Gabe der Lehre, weil wenn ich sie ihm geben würde, würde er sich vielleicht dessen rühmen oder sonst irgendetwas und das könnte ein Stolperstein für ihn sein. Und so ist der Geist souverän in dem, also das ist kein Wunschkonzert. Und das sagt er auch in 1. Korinther 12. Sind denn alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Haben sie alle die Kraft, Wunder zu tun? Nein. Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Also das Nein, das füge ich hinzu, das steht hier nicht im Text. Aber die Frage ist so formuliert, dass ein Nein erwartet wird. Reden alle in Zungen? Nein. Können sie alle auslegen? Nein. Und dann sagt er, strebt aber nach den größeren Gaben und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und eben, wenn es jetzt ganz konkret um die Zungenrede geht oder auch um die Geistesgaben, ist es für uns immer ganz entscheidend wichtig zu wissen, die Frucht des Geistes ist immer wichtiger als die Gabe des Geistes. Ja? Und das war ja das Problem in Korinth. Sie haben die Gaben betont, aber sie haben die Frucht nicht gehabt. Und das hat Paulus dann angemerkt. Von diesen Gaben ist dann eine ganz konkret die Zungenrede oder Sprachenrede. Und davon lesen wir ganz viel in Apostelgeschichte. Da wird das ganze Themenkomplex quasi eingeführt. Und da heißt es, sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also Gott hat den Christen die Sprachengabe gegeben, aber er hat den Zuhörern zugleich auch eine Hörgabe gegeben. Ja, das heißt, stellt euch vor, ich würde jetzt anfangen, Französisch zu reden und hier sitzt irgendein Afrikaner und der hört das irgendwie auf Afrikanisch oder sonst irgendetwas. Also es ist eine zweifache Gabe, die einen gewissen Verkündigungscharakter hat. Ja? Gottes Wort wird weitergegeben, Menschen hören es, sie werden überführt, sie kommen zum Glauben oder sie werden unterwiesen, wie auch immer, und Gemeinde wächst. Und da muss man auch mal dazu sagen, dass dieses Handeln, auch dieser starke Verkündigungscharakter in der Zungenrede, eben beim Start der Gemeinde war. Gemeinde hat es nicht gegeben. Es war ein Zaun zwischen Juden und Heiden, bildlich gesprochen. Und jetzt geschieht etwas, dieser Zaun wird abgerissen, Gemeinde kommt ins Leben. Und jetzt bedient Gott sich dieser Gabe, indem er eine Hörgabe gibt, eine Sprachgabe gibt. Und sie hören es und sie gehen jetzt zurück von Jerusalem in ihre Orte und bringen da oder geben da das Evangelium weiter. Also an einem Knotenpunkt gehen sie dann vielleicht irgendwie in die Walachei, um da wiederum das Evangelium weiterzusagen. Genau. Jetzt in 1. Korinther 14, also das ist erstmal die Beobachtung, das ist das, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder finden.
Wichtig für mich ist zu sagen, dass es eben eine menschliche Sprache war, die sie gesprochen haben. Ja, das heißt ja hier in anderen Sprachen, also eine Sprache, die ja, die Komplexität einer Sprache hat, die Struktur einer Sprache. Also es war tatsächlich eine menschliche Sprache, die man so eins zu eins verstehen konnte. Auch wenn man jetzt nicht die Hörgabe hatte, aber die Sprache könnte man sich quasi antrainieren und dann das hören. Also damals war es so, alle haben verstanden, was gesagt wurde und Gott hat es zum Bau der Gemeinde gebraucht. Und in 1. Korinther 14 haben wir jetzt eine andere Situation. Das ist ja das Kapitel der Zungenrede in der Bibel, dass da quasi Zungenrede, Sprachenrede praktiziert wurde, aber Menschen es teilweise gar nicht verstanden haben. Und wie ist das jetzt zu werten? Man findet mal Sprachenrede, mal Zungenrede, und das ist eigentlich ein und dasselbe. Das wird austauschbar verwendet, mal wird das eine, mal wird das andere gebraucht. Es ist immer ja, von einer menschlichen Sprache die Rede. Das ist meine Überzeugung. Glossolalia kann eben als Zunge irgendwie verstanden werden oder auch eben als diese Sprachengabe, Fremdsprache, was auch immer. Also es ist eine Gabe, die jemand kann, also der eine Sprache sprechen kann, die er niemals gelernt hat. Er fragt mal Nachtigalls, ob sie sich diese Gabe wünschen würden. Sie könnten direkt ein paar Jahre überspringen von dem Dienst. Genau. Und ich gebrauche ganz bewusst diesen Begriff Sprachenrede, auch wenn ich gleich den Bibeltext lese und Zungenrede da steht, dann ist es immer ein und dasselbe. Ja? Also eine verständliche, echte Sprache. Und das sehen wir eben in Apostelgeschichte 2, in Apostelgeschichte 10. Der tiefere Sinn, der wird erkannt und der überzeugt. Genau, jetzt in 1. Korinther 14 ist es dann eben der Fall, dass jetzt manche sagen, auch in unterschiedlichen Kreisen, Gruppierungen, das ist meist in der charismatisch-pfingstlerischen Richtung, dass auch so eine Art Lallen eben auch in diesen Kreisen zu finden ist. Ich habe in meinem Leben selber sehr, sehr viel Zungenrede oder Sprachenrede gehört und das hat sich für mich persönlich nicht nach einer menschlichen Sprache angehört, sondern das waren dann irgendwelche ja, Sätze, die teilweise relativ ähnlich geklungen haben. Das war eher so eine Art Lallen als eine echte Sprache. Und es gibt sogar, das habe ich auch während meines Studiums, habe ich auch dann verschiedene Gemeinden besucht, auch charismatische Gemeinden, um auch einfach ja, zu sehen, wie wird das da gelebt, wie wird das gelehrt. Da wurden teilweise sogar Kurse angeboten, um Zungenrede oder Sprachenrede zu erlernen. Ja, und das ist ein Punkt, wo ich sage, Vorsicht, wenn wir sagen, dass es diese Gabe gibt, wenn wir sagen, dass der Heilige Geist souverän ist in dem, was er tut, dann muss man trotzdem immer vorsichtig sein, wie gehe ich mit dieser Gabe um? Ist es jetzt etwas, was von Gott direkt kommt? In vielen Religionen dieser Welt gibt es auch diese Zungenrede, dieses Lallen oder dieses In-Trance-Sein. Ja, es gibt auch der Feind, der schläft nicht. Ja, wenn man zurückdenkt, damals gerade Anfang 20. Jahrhundert, wo diese ganze Bewegung wieder ganz neu entdeckt wurde, da gab es Ausuferungen, wo Leute auf dem Boden gekrochen sind, wo Leute geschrien haben, gelacht haben, Lachen im Geist hat man das genannt und vieles mehr. Wo man auch da dann eine Berliner Erklärung aufgesetzt hat und gesagt hat, alles, was da passiert ist, ist vom Teufel. Muss man auch wieder vorsichtig sein, dass man da nicht ins Gericht geht und Sachen beurteilt, die man nicht beurteilen kann. Aber ich sage, der Feind kann Dinge im Spiel haben, es kann direkt von Gott kommen, es kann auch etwas Antrainiertes sein, da gibt es dann gewisse Methoden. Worum geht es denn jetzt? Lass uns einfach mal einige Verse anschauen, weil der Text eigentlich selbsterklärend ist und ihr werdet merken, wenn ich jetzt die Verse lese, dass vieles sich dann auch ja, erklärt und dass das Bild immer komplexer und vollständiger wird. In 1. Korinther 14, Vers 1 heißt es, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, aber am meisten darum, dass ihr prophetisch redet. Also das Kapitel der Zungenrede quasi beginnt damit, strebt nach der Liebe. Es schließt sich 1. Korinther 13 an. Die Liebe ist das Wichtigste und in Korinth war das zu einem Streitthema geworden. Und da sagt Paulus, das ist ein absolutes No-Go. Frucht des Geistes steht über der Gabe des Geistes. Genau, das steht über allem wie so eine Überschrift. Und dann in Vers 2, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott.
denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Und hier sehen wir schon mal einen Unterschied zur Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 haben sie es verkündet, Leute haben es gehört, sind zum Glauben gekommen. Hier, wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also was sehen wir daran? Wenn ich zu Gott rede, dann ist das ein Gebet. Zungenrede wird hier als Gebet definiert. Und dann sagt er, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Ja, also hier ist ganz klar von einem Reden die Rede. Also nicht von einem Lallen, wo irgendwas rauskommt, wo ich nicht Herr meiner selbst bin, sondern wenn jemand hier die Gabe der Sprachenrede hat, dann versteht er selber nicht, was er redet. Und wenn er selber nicht versteht und wenn andere, die dabei sind, es nicht verstehen, was ist es dann? Ein Geheimnis, wie es hier sagt. Ja, es wird ja nicht verstanden, es ist ein Geheimnis. Wenn jetzt jemand da wäre, der sagen würde, was da gebetet wurde, dann wäre es kein Geheimnis mehr. Und jetzt argumentieren eben viele, es werden ja Geheimnisse geredet, die Gott allein versteht. Und das ist quasi so eine Art Legitimation für dieses, ja, Lallen, das hört sich so komisch an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine, ja, dass man dann einfach so quasi in so einer Art Trance dann lallt oder spricht. Sagen, ja, guck, hier, es sind doch Geheimnisse, es bekommt ja keiner mit. Aber ich glaube, Paulus möchte an dieser Stelle genau das Gegenteil sagen. Es ist nicht ein Lob, sondern es ist vielmehr ja, eine Ermahnung oder eine Kritik. Ja? Man redet Dinge, aber es versteht gar keiner. Es ist ein Geheimnis. Und das ist eben wieder die Definition. Eine Geistesgabe dient zum Nutzen der Gemeinde. Wenn ich jetzt aber etwas rede, was ein Geheimnis ist, was niemand versteht, dann wird die Gemeinde dadurch ja gar nicht erbaut, dann kann ich dazu ja gar nicht Amen sagen. Ja, wie gesagt, ich habe schon viel dieser Gebete gehört, aber ich muss für mich persönlich sagen, dass es mich noch nicht erbaut hat. Es hat mich eher ein Stück weit verunsichert, weil ich nicht wusste, was geschieht da eigentlich, weil auch gewisse Prinzipien, die ich hier eben auch in diesem Kapitel sehe, gar nicht eingehalten wurde. Und deshalb war es für mich keine Erbauung und hatte somit eigentlich auch nicht den Platz. Wenn ein Gebet gesprochen wird, dann sollte man auch verstehen, was gebetet wird, damit man auch Amen dazu sagen kann, weil wer weiß, wer die Person ist, die das Gebet spricht. Kenne ich die Person? Ja, vielleicht ist das irgendein Okkultist, vielleicht ist es irgendjemand, der mit Jesus gar nichts zu tun hat und kommt und fängt an. Ja, vielleicht ist es jemand, der es einfach sich selber antrainiert hat, ein paar Videos sich angeschaut oder auf irgendwelchen Kursen war. Ich weiß es nicht. Ja, und da müssen wir eben ganz, ganz vorsichtig sein. Hier heißt es, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Genau. Also er ermutigt nicht, es so zu machen, sondern er prangert es jetzt hier eher an. Es ist kein Nutzen in der Gemeinde. Und dann in Vers 3 und 4, wer aber, jetzt wird quasi die Prophetie dagegen gestellt, wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also wenn ich jetzt prophetisch hier rede, dann versteht ihr, was ich sage, ihr könnt was damit anfangen, ihr geht nach Hause und ihr wisst, was zu tun ist, aus dem Wort Gottes heraus. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Merken wir die Überlegenheit. Es ist eine Kritik eher in dieser Stelle jetzt zunächst an der Zungenrede, dass es eine Praxis anscheinend gab, die Gemeinde nicht erbaut hat. Und dann sagt er, schaut mal, wie es bei der Prophetie ist. Und er nimmt exemplarisch die Prophetie, der hätte auch andere Dinge nehmen können. Ja, die Lehre, andere Sachen. Ja, also geht es Paulus darum, dass ich es quasi, und den Christen, die Gabe haben, eine Legitimation zu geben, dass sie es einfach sich selber erbauen? Das sagt er in Vers 5. In 1. Korinther 13, Vers 5 sagt er, die Liebe, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das heißt, wenn ich in der Gemeinde bin und jetzt fange ich an, weil ich die Gabe der Zungenrede, der Sprachenrede habe, in Zungen zu beten, dann erbaue ich mich selber im Kontext einer Gemeinde. Aber die Liebe, sie sucht nicht das Ihre. Im Kontext einer Gemeinde ist die Liebe immer eine gebende Liebe, die den Nächsten im Blick hat. Der Nächste soll ermutigt und erbaut werden und nicht irritiert werden. Genau. Und das ist eben auch wiederum das Argument, das dann eben gebracht wird, dass sie sagen, schau, durch Zungenrede erbaue ich mich selber, also kann ich es ja praktizieren. Aber das sagt Paulus ja gerade nicht, dass sie es praktizieren sollen im Gottesdienst, um sich selber zu erbauen. Ja, theoretisch zu Hause,
wenn ich es dann in meinem Kämmerlein mache, dann sagt Paulus, dann ist es okay. Und so hat er es ja auch praktiziert. Das sehen wir auch später, dass er unglaublich viel in Zungen geredet hat. Obwohl ich auch da wiederum die Frage stelle, auf der einen Seite gibt es dann natürlich die Legitimation, auf der anderen Seite ist es auch gut, es gibt so viel, was wir im Gebet Gott sagen können, Gott sagen sollen, dann sollten wir das auch tun in einer verständlichen Sprache, ja, sodass wir auch uns dessen bewusst sind, was wir Gott sagen in der Anbetung. Aber wenn überhaupt, dann hat das einen Charakter für zu Hause. Und dann jetzt in Vers 5 sagt er, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Also eine interessante Aussage. Paulus will, dass wir alle in Zungen reden. Es ist gut für ihn. Ja, es wären quasi für ihn Gebete, die zu Gott gesprochen werden. Aber zum Nutzen wäre es nicht für die Gemeinde, weil die Gemeinde dadurch nicht erbaut worden wäre. Ja, von daher sagt er, ist dann im Kontext der Gemeinde die Prophetie wichtiger, weil das verstanden wird und angewendet werden kann. Und dann in Vers 6, nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde es euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? Ja, auch hier wiederum, ja, was würde es nützen? Also die Frage, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum praktizieren wir das nicht in der Gemeinde? Und gleich wird es noch deutlicher. Was würde es uns nützen, wenn jetzt irgendeiner würde einfach anfangen, in Zungen zu reden? Ja, würdest du ganz konkret dadurch dann erbaut werden? Oder würdest du vielmehr mit Fragezeichen nach Hause gehen? Was war das jetzt? Was hat er denn gebetet? Ich kann es ja gar nicht beurteilen. Hat das überhaupt einen Raum hier, wo Gott uns dient im Rahmen eines Gottesdienstes? Genau, und die Korinther haben sich eben darauf fokussiert, sodass Paulus, wie gesagt, dieses ganze Kapitel gebraucht, wie der rechte Gebrauch ist. Und das sollen wir immer auch in einem richtigen Kontext sehen. Es gibt immer eine ganz, ganz große Gabenvielfalt in einer Gemeinde. Und lasst uns nicht den Fehler machen, dass wir uns jetzt auf dieses eine fokussieren, ja, sondern die anderen Dinge sind dem absolut gleichgestellt. Ja. In Vers 7, finde ich ganz spannend, so verhält es sich mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben kann, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn eine Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? Also das Grausamste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn jemand eine Geige in die Hand nimmt, der nicht Geige spielen kann. Ja, das ist somit das schlimmste Instrument dann. Aber wenn es jemand kann, dann ist es das erbaulichste Instrument für mich überhaupt. Ja, und hier sagt er, wenn es jetzt praktiziert wird, dann ist es eher verwirrend. Es schafft Orientierungslosigkeit. Ja, und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? Ja, die einen würden sich rüsten, die anderen nicht. Es wäre ein großes Durcheinander und der Feind hätte eventuell leichtes Spiel. In Vers 9, so auch ihr, jetzt überträgt er es, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Und dafür ist die Zeit im Gottesdienst zu wertvoll. Ja, wir sollen nicht in den Wind reden. Wir sollen in die Herzen hineinreden, dass der Heilige Geist es gebraucht. Ja, Gaben sind immer für die Gemeinschaft gegeben. Ja, sie sind gemeinschaftsbildend. Und durch Selbsterbauung geschieht keine Gemeinschaft. In Vers 10 sagt Paulus, es gibt vielerlei Sprachen in der Welt. Und hier definiert er nochmal, also er redet tatsächlich von einer Sprache. Ja? Und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet. Und der redet, wird für mich ein Fremder sein. Also viel deutlicher, glaube ich, kann man das eigentlich kaum sagen. Und dann in Vers 12, so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Und damit steht und fällt alles. Und gerade er führt die ganze Sprachenrede aus. Und jetzt sagt er, schaut, dass ihr die Gemeinde erbaut. Und wenn die Gemeinde nicht erbaut wird, dann haben einzelne Elemente auch einen Dienst in der Gemeinde, auch eine Lehre in der Gemeinde. Wenn jetzt jemand kommt und sich selber nur selbst darstellen möchte, die Gemeinde wird nicht erbaut, sondern sitzt fremdschämend in der Reihe und denkt, was will der denn da? Dann kickt ihn von der Kanzel. Dann hat er in der Gemeinde nichts zu suchen.
Es geht niemals um Selbstdarstellung, sondern immer um die Ehre Gottes in der Gemeinde. Was bedeutet es für die Gemeinde? In Vers 13 sagt er, wer also in Zungen rede, der bete, dass er es auch auslegen kann. Und hier finden wir eben ein zweites Mal, dass die Zungenrede ein Gebet ist. Und wie soll sie gebetet werden in der Gemeinde? Dass es auch ausgelegt werden kann. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Sichtweisen. Die einen sagen, es muss übersetzt werden, quasi von Swahili in Deutsch oder was auch immer. Die anderen wiederum sagen, es muss ausgelegt werden. Also es muss erklärt werden, was damit mit gemeint ist. Ich denke, das geht beides irgendwie in die ähnliche Richtung. Also es ist ein Gebet. Es kann durchaus seinen Platz in der Gemeinde haben. Und wir verwehren dem nicht kategorisch. Wir sagen nicht, es darf keine Zungenrede im Gottesdienst geben. Es darf kategorisch keine Sprachenrede in der Gemeinde geben. Wenn, dann so wie es hier steht, der bete, dass er es auch auslegen kann. Das heißt, es muss ein Ausleger da sein. Und das ist eben das Entscheidende. Ja? Es genügt nicht, dass man sich einfach gut fühlt. Für viele ist es ja so, dass man dieses gute Gefühl hat, dass das dann quasi Legitimation genug ist. Aber Gott spricht ja zu mir und ich fühle ihm so nah, wenn ich dann in Zungen rede oder sonst irgendetwas. Das ist nicht genug. Er sagt in Vers 16 und 17, ich überspringe ein bisschen, sonst schimpft André hier gleich von der Seite. Wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der, der als Unkündiger dabei steht, das Amen sagen auf dein Dankgebet, da er doch nicht weiß, was du sagst? Dein Dankgebet mag schön sein, aber der andere wird nicht erbaut. Das heißt, jemand, der in Zungen redet, der kann sich richtig toll fühlen und dem Herrn ganz nah und der Himmel kann sich ihm öffnen, wie bei Stephanus, und der kann Gott persönlich sehen. Er sagt, wenn du Gott lobst im Geist, wie soll der neben mir steht, wissen, wie es mir in dieser Situation geht? Ja, es mag schön sein, aber der andere wird nicht erbaut. Von daher hat das dann nicht hier seinen Platz, sondern wenn, wie ich gesagt habe, beispielsweise im Kämmerlein. Ja, also echte Liebe hat immer den anderen im Blick. Und dann in Vers 18 und 19, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zunge. Und das macht der Heilige Geist ja auch. Wir dürfen die Dinge ja nicht gegeneinander ausspielen und sagen, der Heilige Geist führt mich im Gebet durch die Zungenrede, aber wenn ich mit dem Verstand bete, ist der Heilige Geist außen vor. Nein. Das eine ist nicht geistlicher oder heiliger als das andere. Und Paulus sagt, lieber 5 Worte als 10.000 Worte im Zungen. Ja, ich könnte euch jetzt die Bibel hier auf Russisch vorlesen, ihr würdet es wahrscheinlich nicht verstehen. Aber ich könnte auch sagen, Gott ist groß, Gott ist unser Herr, lasst uns ihm nachfolgen. Die würdet wahrscheinlich viel mitnehmen. Das sind Gedanken, die euch vielleicht begleiten in den Alltag hinein. Ja, und das ist das, was Paulus hier sagt. Er sagt, weniger ist manchmal mehr. Ja? Und dann eben, genau, in den Versen 22 und 23, darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Du prophetische Rede, aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einen Ort zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen, also ein Zeichen für Ungläubige, das ist für mich nicht ganz einfach, meint er dann wieder eine Rede mit Verkündigungscharakter oder meint er hier von dem das Gebet, ich glaube schon, dass er sich hier auf das Gebet bezieht, weil das eben vom Kontext die Rede ist. Und jetzt ist ein Ungläubiger da, jemand betet dann auf Isländisch und jemand ist dann da und übersetzt das auf einmal. Auf einmal merkt er, boah, was geschieht hier? Das ist irgendwie gewaltig, hat wahrscheinlich doch irgendwie ein Wirken Gottes. Ja, es ist ein Zeugnis für ihn. Genau, also es muss immer in Verbindung mit einer Übersetzung, mit einer Auslegung sein. Es ist kein Ersatz für Evangelisation, für andere Dinge, aber daran kann auch ein Ungläubiger erkennen, es geschieht etwas Besonderes. Ja, und wie soll jetzt eine Gemeinde damit umgehen? Vers 26, wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Und hier, ich wiederhole mich, das ist das Prüfkriterium. Und wenn sich herausstellt, dass jemand die Sprachenrede hat, oder den Psalm oder eine Lehre,
wo es nicht zur Gebauung geschieht, dann hat es in der Gemeinde keinen Platz. Wenn jemand in Zungen redet, Vers 27, so seien es zwei oder höchstens drei und einer nach dem anderen und einer lege es aus. Also es ist nicht etwas Ausuferndes, etwas Unstrukturiertes. Habe ich auch oft erlebt, dass dann in einem Gottesdienst 100 Leute, 150, 200 Leute alle zusammen dann irgendwie in Zungen gebetet haben, zur Selbsterbauung dann gebetet haben. Das finde ich nicht in der Schrift. Ja, so sehr ich die manche auch schätze, weil ich weiß, sie sind dem Herrn hingegeben, aber das finde ich nicht, sondern zwei oder höchstens drei und nacheinander und es soll ausgelegt werden. Und das ist auch etwas, was ich bisher auch noch nie erlebt habe. Auch in Kreisen, auch in meinen familiären Kreisen, wo das praktiziert wird. Ich habe noch nie eine Auslegung von einem Sprachengebet gehört, sodass ich sage, selbst in charismatischen Kreisen, dass ich sage, Mensch, okay, und unter diesen Umständen kann man das dann auch, kann es auch in der Gemeinde seinen Platz haben. Ja, für Paulus gehört es dazu. Er sagt, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Also wenn jemand jetzt quasi in Zungen reden will, der muss dann vorher erstmal sicher sein, dass ein Ausleger da ist und dann muss es quasi abgestimmt werden, ja, ob man das dann als Element dann mit hineinnimmt in den Gottesdienst. Also und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das dann auch abgestimmt ist mit der Leitung, sodass es nicht da wiederum zu Streit kommt, zu Lieblosigkeit kommt, zu Irritation und wir Leute verlieren und die Gemeinde eben nicht gebaut wird. Ja, das ist ein Teil meiner Antwort. Ich habe noch sehr viel mehr, aber ich glaube, ich belasse es dabei. Ja, ich belasse es dabei. Vielleicht ladet ihr mich ja irgendwann mal zu dem Thema in der Jugendstunde ein. Ja, sehr gerne. In 3 Jahren oder so. Ist ja auch ein spannendes Thema und in der Zeit, also das darüber kann man wahrscheinlich auch eine ganze Woche, eine ganze Themenreihe zu halten. Aber trotzdem, wenn zu dem, was Gerd jetzt gesagt hat, vielleicht noch irgendwie Fragen gekommen sein sollten, dann, weil wir jetzt schon einige Zeit mit der Frage befasst haben. Ich habe eine kurze Frage. Also ich bin selbst in einer Pfingstlergemeinde aufgewachsen, ich kenne das ja selber, wie das praktiziert wird und nicht. Meine Frage ist jetzt, wenn man im Kämmerlein sitzt, also quasi nur in Zungen spricht, versteht man selber, was man spricht oder spricht der Geist komplett? Also man sagt ja, wie Sie das auslegen, dass man in einer anderen menschlichen Sprache spricht, aber wenn man selber diese, sagen wir jetzt Englisch oder sowas, aber du auf einmal Ungarisch sprichst und verstehst das selber dann aber nicht im Gebet? Also ich verstehe schon so, dass es durchaus im Geist geschehen kann. Die Frage halt, wenn es eine menschliche Sprache ist, ist halt auch dann die Frage des Nutzens. Warum soll ich dann in irgendeiner Sprache sprechen, die ich nicht verstehe, wo ich nicht weiß, was ich bete? Man könnte jetzt antworten, okay, das ist im Geist. Der Geist führt irgendwie in diesem Gebet. Aber da würde ich sagen, wenn, könnte es seinen Platz haben, weil es da nicht um den Aspekt der Erbauung geht. Da ist es dann quasi so eine Art Selbsterbauung. So verstehe ich Paulus auf jeden Fall. Und weil er sagt ja selber, ich bete in Zungen, aber ich tue es nur unter diesen und diesen Umständen, hat das einen Platz in der Gemeinde. Ja, und von daher stellt sich dann die Frage, dann kann ich ja auch wirklich mit meinen Worten, mit meinem Verstand auch Gott anbeten, ihm alle Ehre bringen, ihn danken, loben, preisen und auch da mich komplett auf den Heiligen Geist einlassen und mich leiten lassen. Aber durchaus denkbar. Ja, das war schon. Ja. Vielleicht noch ein, zwei Sätze noch. Es gibt, glaube ich, Extreme in diesem. Ja, jetzt könnte ich ganz, ganz viel über Taufe im Heiligen Geist und verschiedenen Erfahrungen und erste und zweite Erfahrung und wie dann in manchen Kreisen argumentiert wird. Es gibt aber auch, glaube ich, Gründe, warum sich Gemeinden mit diesem Thema sehr schwer tun, weil es eben Extreme gibt. Und man sondert sich von einem Extrem ab und merkt manchmal nicht, dass man ein anderes Gegenextrem fällt. Und das dürfen wir nicht machen. Nur das, weil es vielleicht Gemeinden gibt, wo es auch wirklich übertrieben wird, wo es Sachen gibt, wo ich auch sage anhand der Schrift, das ist unbiblisch, heißt es nicht, dass wir komplett das Kapitel in der Bibel überspringen dürfen, sondern es ist Gottes Wort. Wir müssen es lehren, wir müssen darüber reden und wir dürfen eben nicht in ein anderes Extrem fallen. Und das andere Extrem ist dann eben,
wo dann manche vielleicht lernen, weil sie Angst haben vor diesem ganzen Themenkomplex, dass sie sagen, nee, das hat alles aufgehört. Ja, Zungenrede, 1. Korinther 13, ich lese noch diesen letzten Vers. Die Liebe hört niemals auf, wo doch prophetisches Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, denn unser Wissen ist Stückwerk und so weiter. Und das Vollkommene Dasein wird, so wird das Stückwerk aufhören. Und dann wird gesagt, jetzt haben wir die ganze Bibel und damit hat ja alles aufgehört. Ach, Glück gehabt, ich brauche 1. Korinther 14 in meiner stillen Zeit nicht mehr zu lesen. Das ist das andere Extrem, weil da wird quasi nach Argumenten werden in den Text hineingelegt, um zu rechtfertigen, dass die Dinge aufgehört haben. Aber das wäre die größte Katastrophe schlechthin, wenn die Erkenntnis aufgehört hätte. Ja, also wir müssen ja wachsen in der Erkenntnis, in Epheser 3, in dem Gebet von Paulus. Ja, schenkt, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir gegründet und gewurzelt sind und so weiter. Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dem Vollkommenen, dann werden wir diese Dinge, dann werden diese Dinge aufhören, weil dann das Stückwerk vorbei ist. Ja? Also weder das eine Extrem noch das andere Extrem ist richtig, sondern wir müssen einen, wie ich finde, einen gesunden Weg der biblischen Mitte finden in diesem Thema. Aber vielleicht irgendwann nochmal ausführlicher dazu. Ja, genau. Oder gibt es da noch eine Frage? Ich hatte immer so im Augenwinkel aus, ob ein Arm hochgehen wollte. Oder habt ihr vielleicht irgendwie noch was zu ergänzen? Eigentlich hat Gerd alles gesagt. Oder ein Teil zumindest gesagt. Ja, wir wollen das jetzt oder heute Abend auch so haben, dass wir zwischendurch, immer so nach ein, zwei Fragen, ein Lied vorgesungen bekommen. Also die Leute zu Hause dürfen gerne dann mitsingen, ihr hier im Saal dürft leider nicht mitsingen. Und zwar ist es natürlich wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, aber wir sollten das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren, das Zentrum. Das ist eben nicht die Frage danach, ob wir jetzt hier in Zungen reden oder nicht oder ob wir jetzt Fleisch essen oder nicht, sondern das Zentrum ist Jesus und darum wird es auch hauptsächlich in den Liedern gehen. Und das erste Lied, genau, das wird dann jetzt gesungen, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Er ist thank you.
Es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder neu darauf ausrichten, dass Jesus das Zentrum ist und dass Jesus derjenige ist, um den es geht. Und um Jesus soll es auch in der nächsten Frage gehen. Ist das so? Ist das, soll es tatsächlich darum gehen? Das ist mir gerade aufgefallen, als ich angefangen habe zu reden. Und zwar, ihr wisst ja, oder die Bibelleser unter uns, die wissen ja, dass die Geschichte von Jesus im Neuen Testament beginnt. Ja, in den Evangelien wird davon berichtet, Jesus wird geboren, dann wird Jesus leben und sterben berichtet und dann am Ende der Evangelien die Himmelfahrt Jesu. Jetzt ist es aber auch so, dass Jesus, das glauben wir ja, genauso wie Gott ewig ist. Das heißt, er hat an sich schon vor seinem Leben auf der Erde existiert. Und es gibt auch Theologen, die sagen, dass Jesus nicht nur vor seinem Erscheinen im NT existiert hat, sondern dass er schon im Alten Testament existiert hat und aufgetaucht ist. Also dass er dort aufgetreten ist und sichtbar gewesen ist für einzelne Personen. Das sagen einige Theologen, das sagt auch unsere Gemeinde so. Und die Frage ist, wie kommt man jetzt überhaupt dahinter, dass Jesus im Alten Testament vorgekommen sein soll? Christian, und damit hast du dich auseinandergesetzt mit dieser Frage. Genau, du hast es ja irgendwie schon fast vorweggenommen, bräuchte ich fast nicht sagen, aber der Engel des Herrn, das ist so eine Figur, die halt im Alten Testament auftaucht. Und die Frage ist, wer ist der Engel des Herrn? Also ist das einfach halt ein ganz besonderer Engel, der so mit Special-Aufträgen dann mal auftaucht, irgendwie noch ein bisschen besonderer als der normale Engel, oder steckt da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter? Ist es vielleicht sogar Gott oder Jesus oder wer ist das? Und es gibt von den Begrifflichkeiten manchmal ein paar Variationen, also zum Beispiel heißt er meistens halt der Engel des Herrn, also da steht der Engel Jahwes, aber manchmal steht auch Engel Gottes oder mein Engel oder sein Engel oder ähnliche Begriffe. Und ich könnte euch jetzt gleich zu Anfang einfach sagen, so, ich glaube das und das und dann wären wir schneller durch. Aber uns ist es auch wichtig, dass ihr versteht, warum man zu etwas kommt. Und deswegen möchte ich versuchen, so ein bisschen den Schritt, den Prozess dorthin aufzuzeigen. Das dauert ein bisschen länger und ja, man muss sich vielleicht noch mal ein bisschen anstrengen im Kopf, aber ich glaube, es ist die beste und die sinnvollste Vorgehensweise. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal im ersten Schritt sozusagen mal die Bibelstellen an, wo er vorkommt. Das machen wir jetzt nicht ausführlich, sondern ich habe euch da mal eine Tabelle mitgebracht, beziehungsweise mehrere Folien. Die Tabelle funktioniert so, links ist die Stelle, dann daneben das Ereignis, was da passiert ist und dann die Bezeichnung. Ist es der Engel Jahwes oder der Engel Gottes oder mein sein Engel oder was ganz anderes? Und dann seht ihr, also es geht jetzt hier ums Alte Testament, aber ihr seht dort zum Beispiel auf der ersten Folie alles Begegnungen oder Ereignisse aus dem ersten Buch Mose, aus der Genesis. Da gibt es von Hagars Flucht bis Abrahams Prüfung, Jakobs Traum, seinen Kampf am Jabok und so weiter. Nächste Folie bitte. Dann sehen wir auch im Exodus, im zweiten Buch Mose, bei Mose, bei der Wanderung, beim Schilfmeer, da kommt er vor. Vierte Mose, Biliam und die Eselin, ne, da steht der auf einmal im Weg. Und die Eselin kann da nicht vorbeigehen, kriegt da und auf die Mütze von Biliam. Dann geht es weiter, auch in den anderen Geschichtsbüchern, da sind wir natürlich jetzt primär unterwegs, wo also Erzählungen sind. Also im Josua-Buch, Richter, Samuel sehen wir das, also bei den ganzen berühmten Personen, Gideon, Simson, da auch beim König David war er dabei. Dann in der nächsten Folie genau auch beim Propheten Elia, im ersten Buch Könige. Zweite Buch Könige ist dann noch beim König Hiskia zum Beispiel, aber dann auch im Psalmen kommt er auch zweimal vor. Psalm 34 ist beides auch von David geschrieben und Psalm 35, wo der Engel des Herrn auch erwähnt wird, also auch in der Weisheitsliteratur. Und dann auch noch in ein paar Propheten, das ist die letzte Folie, also im Buch Daniel ganz prominent, da haben wir einmal die Geschichte mit den drei Männern im Feuerofen, Daniel 3. Da steht jetzt nicht der Engel des Herrn oder Engel Gottes, sondern das ist dann die dritte Kategorie. Dort ist eben von seinem Engel oder von meinem Engel die Rede, auch dann bei Daniel in der Löwengrube. Bei dieser dritten Kategorie, sein, mein Engel, da ist die Frage, ist es nicht ganz so klar, ne, ob das diese Person ist,
Aber das sehen wir gleich auch noch. Und Sacharja kommt ein paar Mal vor und im Buch Malachi. Wenn wir dann also die nächste Folie ansehen, wem ist der Engel des Herrn im Alten Testament begegnet? Oder wer hat von ihm gesprochen? Das liest sich hier wie das Who des Alten Testaments. Also alle wichtigen Personen quasi haben ihn entweder erwähnt oder sind ihm irgendwie begegnet. Im nächsten Schritt fragen wir uns, was hatte der Engel des Herrn überhaupt für einen Auftrag? Also was hatte der für eine Funktion? Warum kam der eigentlich dahin? Und wenn man diese ganzen Begebenheiten komprimieren würde, könnte man sie in verschiedene Rubriken packen. Also da ist der Engel Jahwes, also der Engel des Herrn, ganz oft unterwegs und bringt Hilfe in der Not. Also im Krieg oder wenn Hagar da unterwegs ist und verdurstet, da kommt der Engel des Herrn. Also ganz praktische Hilfe in der Not, aber dann auch Führung. Also gerade beim Volk Israel leitet er der Engel, wo sie lang gehen sollen, die wissen, wo es lang geht. Dann aber auch Hingabe, wo er dazu aufruft, nochmal ganze Sache zu machen, voller Leidenschaft Gott nachzufolgen. Dann als vierten Punkt die Berufung. Gideon wird vom Engel des Herrn berufen, auch Simson bzw. seine Eltern, da erscheint der Engel des Herrn, wo es um die Berufung geht sozusagen. Aber der Engel des Herrn bringt auch Gericht, gerade für Assur, wo dann diese 185.000 Soldaten vom Engel des Herrn vernichtet werden, weil also der Engel des Herrn eben Hiskia und das Volk, das Südreich Juda, dort beschützt und als Richter auftritt. Und der Engel des Herrn bewirkt immer Gottesfurcht. Also das sind so diese Punkte, wenn er aufgetreten ist, die sind vorgekommen. Und jetzt im nächsten Schritt gucken wir mal, ja, was gibt es jetzt für Theorien? Also wer ist das jetzt? Also jetzt haben wir uns geguckt, wo kommt der vor, aber wer könnte das jetzt eigentlich sein? Und da gibt es im Groben drei Theorien. Also einmal die Repräsentationstheorie, die besagt, ja, das ist ein Engel. Also er repräsentiert Gott, er ist in seinem Auftrag unterwegs, aber es ist jetzt nicht Gott selbst. Es ist ein ganz besonderer Engel. Das vertreten manche Theologen. Dann gibt es eine zweite Theorie, die ist die sogenannte Identifikationstheorie. Also der Engel des Herrn identifiziert sich sozusagen mit Gott und er ist ganz allgemein Gott. Da wird jetzt nicht näher gesagt, welche Figur, welche Person der Dreieinigkeit, sondern es ist einfach Gott. Also Engel des Herrn identisch, Identifikationstheorie mit Gott. Und die dritte, das ist die sogenannte Logos-Theorie. Die besagt eben, dass der Engel des Herrn die zweite Person der Dreieinigkeit ist, nämlich Jesus Christus im Alten Testament, das Wort Gottes. Logos heißt im Griechischen einfach Wort und Jesus wird ja im Neuen Testament bezeichnet als das Wort, als Logos, Johannes 1. Und deswegen sagt man Logos-Theorie, also das meint Jesus Christus im Alten Testament. Und für welche der drei Theorien wir uns jetzt entscheiden, das hängt davon ab, wie wir jetzt gleich ein paar Texte uns anschauen werden und wie wir sie verstehen. Und ich hoffe, dass dann ein paar Dinge deutlich werden. Ich möchte jetzt mit euch ein paar Texte lesen und dann wird es, glaube ich, nach meinem Verständnis deutlich, wer der Engel des Herrn ist. Ich sage es vorab, es wird nicht direkt gesagt, so welche Theorie von diesen drei jetzt wirklich zutrifft, sondern man muss genau hinschauen und man muss ein bisschen ableiten und kombinieren. Also ein bisschen anstrengen müssen wir uns an der Stelle schon. Komm, wir lesen mal den ersten Text, 2. Mose 3. Berufung Moses. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Also das ist einer der Texte, der uns zeigt, dass der Engel des Herrn mit Gott identisch ist. Da gibt es noch einige andere Stellen, wo es in einem langen Text deutlich wird, mal wird der Engel des Herrn angesprochen und auf einmal, ein Vers weiter, spricht Gott und dann wieder der Engel des Herrn und dann wieder Gott. Und wir merken, ah, der Engel des Herrn, ja, so ein ganz normaler Engel ist das nicht. Also hier wird das austauschbar verwendet, der Dialog zwischen Mose und wem auch immer, ist mal der Engel des Herrn und mal ist es Gott. Also ihr seht es, einmal wird er sogar als Jahwe bezeichnet, Vers 4, als Herr und dann im gleichen Vers, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Also daraus wird zum ersten Mal also deutlich, der Engel des Herrn und Gott
ist identisch, kann man ein Gleichheitszeichen zwischensetzen. Ein nächster Abschnitt aus Richter 13, das ist die Geschichte von Simson, wo er berufen wird, beziehungsweise seine Eltern ihm das erfahren. Und der Engel des Herrn erschien der Frau, also der Mutter von Simson, und sprach zu ihr: Sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dann Vers 9, und Gott hörte auf die Stimme Manoachs, das ist der Vater, und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau, als sie gerade auf dem Feld saß und Manoach, ihr Mann, nicht bei ihr war. Vers 13, da sprach der Engel des Herrn zu Manoach: Vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Vers 18, doch der Engel des Herrn sprach zu ihm, also dem Vater wieder: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Und Vers 22, und Manoach sagte zu seiner Frau: Ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Und hier sehen wir, immer wenn der Engel des Herrn vorkommt, irgendwie kommt eine neue Bezeichnung für ihn. Also einmal Engel des Herrn und dann direkt danach, Vers 9, Engel Gottes. Und dann wieder Engel des Herrn. Also das ist auf jeden Fall etwas, was das Gleiche ist. Engel des Herrn, Engel Gottes ist das Gleiche. Und jetzt schaut mal zum Schluss, Manoach fragt: Wie ist denn jetzt dein Name? Mit wem habe ich überhaupt gesprochen? Und er sagt: Was fragst du nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Und an anderen Stellen wird eben genau diese Bezeichnung verwendet, wenn Gottes Name benutzt wird. Also der Name Gottes ist zu wunderbar, heißt es an anderen Stellen der Bibel. Und er sagt es hier auch: Nee, ich kann es dir jetzt so nicht sagen, es ist zu wunderbar, es übersteigt unseren Verstand, wer ich bin. Und dann kommt die Reaktion von Manoach: Ganz sicher müssen wir jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Also Manoach ist sich sicher, er hat Gott gesehen. Der Engel des Herrn, Engel Gottes, Gott ist das Gleiche. Eine nächste Stelle ist aus 1. Mose 32, da geht es um Jakob. Da heißt es, da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Also Jakob kämpft da mit wem auch immer, und hier heißt es eben: Denn du hast mit Gott gekämpft. Hosea 12, zwei, drei Wochen in der Bibelstunde kommt das vor, da heißt es: Im Mutterleib hinterging er, also Jakob, seinen Bruder, und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Also hier sehen wir, anscheinend hat Jakob mit Gott gekämpft, aber Hosea beschreibt ihn auch als, also diese Person, die da war, als den Engel. Nicht mit einem Engel, sondern er hat mit dem Engel, also einem ganz bestimmten Engel, gekämpft. Und hier sehen wir, der Engel mit einem bestimmten Artikel ist auch Gott. Eine weitere Passage ist aus 2. Mose 23. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Und dann hüte dich vor ihm, hör auf seine Stimme, widersetze dich ihm nicht und so weiter. Also da wird deutlich, dass das auch Gott ist. Er sagt nämlich: Mein Engel. Und dann, was er alles tun soll, zum Beispiel vergeben wird er. Und das wissen wir, das kann nur Gott. Also es scheint auch hier, dass dieser mein Engel, Vers 23, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen und so weiter, dass auch das Gott selbst ist. Jetzt eine wichtige Unterscheidung aus Zacharja 1. Achtet mal drauf, wer jetzt da vorkommt und wer redet mit wem. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach: Herr der Herrscharen, wie lange willst du nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Also wer spricht da? Der Engel des Herrn spricht mit Gott, oder? Also eindeutig, er sagt, der Engel des Herrn sagt: Herr der Herrscher, das ist Gott. Und nachher heißt es Vers 13, und der Herr, also Gott, antwortete dem Engel. Also die beiden unterhalten sich, der Engel des Herrn und Gott. Jetzt haben wir aber eben gesagt, der Engel des Herrn ist ja Gott. Okay, anscheinend irgendwie nicht. Also muss man hier sagen, der Engel des Herrn ist nicht immer Gott, sondern er ist manchmal ungleich Gott. Das ist eine wichtige Bemerkung. Und die letzte Textstelle ist aus Malachi 3. Da prophezeit, wird Gott quasi zitiert: Siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Also Gott prophezeit, es kommt ein Bote, jemand, der jemanden ankündigen wird, sehen wir gleich, wer das ist,
Und danach kommt der Engel des Bundes. Also erst kommt der Bote und dann kommt der Engel des Bundes. So, und das Neue Testament verrät uns jetzt, wer sind diese beiden? Wer ist der Bote und wer ist der Engel des Bundes? In Lukas 7 heißt es nämlich, dieser, und das ist Johannes, der Täufer, dieser ist es, von dem geschrieben steht, jetzt kommt das Zitat, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Also der Bote ist eindeutig Johannes der Täufer. Und wen hat er angekündigt? Ja, der Engel des Bundes. Wer ist der Engel des Bundes? Jesus ist der Engel des Bundes. Also der Engel des Bundes ist Gott, ist Jesus. Wir sind jetzt erstmal bei den Beobachtungen und gleich fasse ich das zusammen. Noch eine letzte weitere Beobachtung möchte ich noch weitergeben, und zwar, der Engel des Herrn taucht nur im Alten Testament auf, nicht im Neuen. Es gibt manchmal die Formulierung, ein Engel des Herrn. Und das ist eben ein wichtiger Unterschied zum AT, wo es immer heißt, der Engel des Herrn oder mein Engel oder sein Engel. Und im Neuen Testament ist es dann einfach ein Engel des Herrn. Und warum taucht der Engel des Herrn, der Engel Gottes, der Engel des Bundes, warum taucht der im Neuen Testament nicht auf? Möglicherweise, sehen wir gleich, weil eben Jesus ja als Person leibhaftig da war und dann gar nicht als Engel des Herrn weiter auftreten könnte. Ich fasse das mal jetzt zusammen, die ganzen Beobachtungen, die ich jetzt versucht habe, euch zu zeigen. Der Engel des Herrn wird mit Engel Gottes, mein Engel und dem Engel im Alten Testament gleichgesetzt. Zweitens, der Engel des Herrn wird mit Gott gleichgesetzt. Drittens, der Engel des Herrn wird von Gott unterschieden. Haben wir auch gesehen. Viertens, der Engel des Bundes wird mit Jesus gleichgesetzt. Also der Engel des Bundes wird mit Jesus gleichgesetzt. Und fünftens, der Engel des Herrn wird im Neuen Testament nicht mehr erwähnt. Und wenn wir jetzt alle diese Beobachtungen zusammenfassen, dann komme ich persönlich zu der Erkenntnis, dass der Engel des Herrn kein gewöhnlicher Engel ist. Dass er nicht irgendein besonderer Engel mit einem speziellen Auftrag ist, sondern dass das Jesus Christus im Alten Testament ist. Also bevor er inkarniert ist, also bevor er Mensch geworden ist, war er schon im Alten Testament unterwegs als Engel des Herrn und hat eben gewisse Aufträge übernommen. Wir haben es gesehen, Berufung, Gericht, Hingabe und so weiter. Deswegen glaube ich, dass die Logos-Theorie, also Jesus das Wort, dass er gleichzusetzen ist mit dem Engel des Herrn. Wie gesagt, es ist keine Sache, die jetzt so explizit irgendwo steht, sondern das ist, da muss man ein bisschen ein paar Sachen herleiten. Kritik könnte man vielleicht äußern, indem man sagt, ja, wer sagt denn, dass der Engel des Bundes auch der Engel des Herrn ist? Und das ist in der Tat eine Sache, wo man sich entscheiden muss, weil es da keine bestimmte Herleitung gibt, also nehme ich das an oder nicht, und ich glaube, dass es die gleiche Sache ist. Aber manche sagen eben, nee, der Engel des Bundes ist Jesus, ja, ja, das ist so, aber der Engel des Herrn kann auch jemand anders sein. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er göttlich ist, und aus den genannten Gründen, die ich da erwähnt habe, glaube ich, dass es eben Jesus Christus im Alten Testament ist, der dann auch schon sozusagen hinter den Kulissen gewisse Spezialaufträge übernommen hat. Ja, gibt es dazu eine Frage? Also irgendjemand muss ja die Frage gestellt haben, ist das soweit verständlich gewesen oder gibt es für die anderen Rückfragen? Auf jeden Fall ist das ein guter Tipp, wie man grundsätzlich mit solchen Fragen herangehen kann an die Bibel. Einfach schauen, in welchem Kontext einzelne Figuren oder Begriffe vorkommen, wie es dort gebraucht wird, und dann sich herleiten, was der Begriff an sich bedeutet oder was sich dahinter verbirgt. Ja, mir war es auch wichtig, euch zu zeigen, dass es eben verschiedene Stellen gibt, wo er vorkommt. Weil man kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme hier Sacharja 1 und gucke, oh, der unterscheidet sich ja von Gott, ne? Der Engel des Herrn und Gott, die sprechen ja miteinander. Und dann sage ich, alles klar, der ist ja gar nicht Gott. Oder ich gucke mir nur 2. Mose an und sage, oh, der Engel des Herrn wird mit Gott gleichgesetzt, also er ist definitiv Gott. Also wir brauchen das Gesamtbild der Schrift, ne? Deswegen so eine Stelle rausgreifen und einfach nur sagen, oh, die zeigt mir jetzt alles und dann weiß ich das. Nee, man muss immer das Gesamtbild der Schrift betrachten. Das wird an diesem Beispiel, glaube ich, ganz gut deutlich, ne? Genau. Da ist eine Frage. Rotes Mikro? Also könnte auch rein theoretisch der Engel des Herrn Gabriel sein oder wird er dann mal extra erwähnt? Also es gibt ja den Engel Gabriel. Es ist mir jetzt gerade die Frage aufgekommen, könnte er dann auch Gabriel sein? Ja, also klar, der Engel Gabriel ist ein ganz wichtiger Engel.
aber der ist eben nur ein Engel, würde ich eben sagen. Ne? Also beim Engel des Herrn wird eben deutlich, dass er auch tatsächlich mit Gott gleichgesetzt wird. Er nimmt zum Beispiel auch Anbetung an. Ne? Und sowas hat Gabriel oder Michael oder andere Engel nie gemacht. Wenn jemand sie anbeten wollte, haben die gesagt, stopp, bete Gott an. Aber der Engel des Herrn nimmt die Anbetung an. Also Gabriel ist einer der höchsten der Engel, hat ja wichtige Aufträge da gerade bei der Geburt Jesu und so weiter gehabt. Aber es ist nicht das Gleiche wie der Engel des Herrn. Das ist, würde ich sagen, nochmal eine Kategorie drüber, weil es nach meinem Verständnis Jesus ist. Okay, danke. Ja, dann gehen wir mal. Ach, Gerd, bitte. Vielleicht ein Satz auch dazu. Was für mich auch dafür spricht, in Lukas 24 heißt es: Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das sagte Jesus zu den Emmaus-Jüngern. Und wenn wir uns da mal das Neue Testament ganz genau anschauen, also das ist für mich ein Argument dafür, dass der Engel des Herrn nicht einfach nur Gott ist, sondern dass er Jesus Christus ist, weil wir eben in ganz vielen Stellen sehen, dass Jesus dabei war. Wenn wir in 1. Korinther 10 lesen, wir haben alle denselben geistlichen Trank getrunken, sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus, das heißt, Christus war bei der Wüstenwanderung dabei. Psalm 68, Christus war bei der Gesetzgebung dabei. Stephanus sieht Christus oder sieht den Engel des Herrn, gut, das ist nochmal eine andere Situation. Aber immer wieder, bei Jesaja wird gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm, von Christus. Also Jesus ist der handelnde Gott im Alten Testament. Es gibt einige Theologen, die sagen, das Alte Testament ist das Zeitalter des Vaters, die Evangelien des Sohnes und die Gemeinde das des Heiligen Geistes. Ich halte von dieser Dreiteilung absolut nichts. Ich sage, das Alte Testament ist das Zeitalter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, genauso wie die Evangelien, genauso wie auch die Briefe, weil Jesus selber sagt, das Alte Testament ist voll von mir. Und wenn diese ganzen Stellen, die Engel des Herrn Christus ist, dann sind das vielleicht Dinge, denen er den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Und schau mal hier, bei Gideon war ich dabei und bei Deborah und diese ganzen Situationen. Also das wäre für mich noch ein Argument. Das ist jetzt nicht aus dem Text heraus direkt, aber was dafür sprechen könnte. Und ich finde, das ist irgendwie richtig faszinierend, wenn man weiß, so, dass Gott, also Jesus selbst, eben wie bei Gideon oder so dabei war, oder dass Jesus selbst die 185.000 Assyrer dort zurückgeschlagen hat, also da Jesus da reingegriffen ist sozusagen. Also ich finde das schon ziemlich, ich bin irgendwie weg, ne? Den Hand da weg. Den Sinner? Ich hab's ausgemacht. Auch gut. Zeit ist abgelaufen. Ich war schon fertig. Ist abgestellt. Okay, Christian auch fertig. Das Mikro hat gesprochen. Aber Christian hat gerade auf jeden Fall auch schon ein gutes Stichwort für das nächste Thema genannt, und zwar das Thema Geburt. darum soll es jetzt nämlich in der nächsten Folge, ich muss mir mal irgendwelche komischen Überleitungen hier überlegen. Aber naja. Und zwar ist es ja heutzutage wichtig, dass man Karriere macht. Ja, ihr habt das bestimmt auch schon gehört, also gerade in der Schule, von der auch drauf gepolt, ne? Viel, also studieren so lange wie es geht und dann immer höher, immer weiter. Und da gibt es natürlich ein großes Problem, wenn man Karriere machen möchte, das betrifft dann meistens die Frauen, dass wenn Kinder da sind, dann ist Karriere auf einmal nicht mehr möglich oder schwierig möglich, ne? Weil ja, irgendwer muss auf die Kinder aufpassen, das ist dann in der Regel die Mutter, die dann zu Hause sitzt und die Karriere ad acta legen muss. Deshalb treffen viele Familien, viele Ehepaare mittlerweile die Entscheidung, sie heiraten zwar, aber sie wollen keine Kinder haben. Das ist bei Leuten, die keine Christen sind, so. Das ist aber auch vermehrt oder immer mal wieder hört man das von Christen, dass sie sich bewusst dazu entscheiden, wir wollen keine Kinder haben, weil wir mehr für uns leben wollen, wir wollen mehr eher Karriere machen oder wollen, weiß nicht, 10-mal im Jahr in den Urlaub fliegen und da ist ein Kind ein Hindernis, weil es zu viel Geld schluckt oder was auch immer. Es ist aber die Frage, ist dieser Entschluss von, gerade von Christen, überhaupt biblisch vertretbar? Denn in 1. Mose, als Gott Mann und Frau geschaffen hat, heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist ein direkter Auftrag Gottes. Ist es aber vielleicht trotzdem möglich, als Christen, als christliches Ehepaar zu sagen, wir wollen keine Kinder haben? Oder verbietet dieser Vers gerade genau diesen Vorsatz? Michi, du durftest dich mit dieser
spannenden Frage auseinandersetzen. Ja, und ich finde diese Frage in der Tat spannend. Und mit der wird man spätestens dann konfrontiert, wenn man im Begriff ist zu heiraten und sich dann auch irgendwie Gedanken machen muss über den Nachwuchs, der sich dann einstellen könnte. Also spätestens dann kommt jeder oder fast jeder wahrscheinlich damit in Berührung. Aber ich finde es auch richtig und wichtig, dass man sich vorher schon Gedanken dazu macht, also auch gerade in der Jugendzeit, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mal heirate, wie sieht das mit Kindern aus? Möchte ich Kinder haben, möchte ich keine Kinder haben? Und dann kommt diese Frage ja, ist es in Ordnung, wenn wir uns dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen, obwohl Gott diese Anordnung gibt? Und ich finde es gut und wichtig, dass man nach Antworten sucht und auch gerade im Bereich der Sexualität, wo das ja auch so ein Stück weit hineinfällt, weil es dort eben ein extrem weites Angebot gibt in unserer Welt an Meinungen, an Möglichkeiten und da sollten wir uns immer wieder mit der Bibel auseinandersetzen. Meines Wissens nach gibt es in der Bibel jetzt aber keine Stelle, die ganz klar sagt, wie wir uns hier positionieren müssen und deswegen versuche ich es auch ähnlich wie Christian gerade, nicht mit so einer schönen PowerPoint, aber trotzdem hoffentlich auch an der Bibel orientiert, sodass ihr es nachvollziehen könnt, einen kurzen Einblick in ein paar Stellen zu geben, also so eine Art biblischen Befund zu legen, eine Grundlage und zu schauen, was sagt denn die Bibel insgesamt über das Thema Kinder oder Nicht-Kinder haben. Lass uns da mal hineinschauen. Also zuerst finden wir eben diesen angesprochenen Vermehrungsbefehl. 1. Mose 1, 28, Gott erschafft Adam und Eva und dann sagt er, steht dort, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Wisst ihr, was interessant ist? Das ist der erste Satz, den Gott den Menschen sagt. Davor sagt Gott noch gar nichts. Er schafft sie und das Erste, was er ihnen sagt, also das Erste ist die Segnung und viele setzen die Segnung, also Gott segnete sie und sprach, setzen das gleich, sagen, okay, die Segnung ist eben Kinder kriegen, Nachwuchs haben, dazu kommen wir gleich auch noch, aber das ist der erste Teil, der erste Satz, die erste Aussage, die Gott den Menschen sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Also da scheint irgendwie was Wichtiges dran zu sein, sonst hätte er das nicht gleich am Anfang gesagt. Dann gehen wir ein paar Kapitel weiter, ein paar Jahrhunderte in der Menschheit. 1. Mose 9, Vers 1, da ist die Sintflut gerade zu Ende. Noah kommt aus der Arche raus mit seinen Kindern und den vielen Tieren. Und dann steht dort in 1. Mose 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also die kommen aus der Arche raus, sind gerettet, die neue Welt liegt vor ihnen. Das Erste, was Gott sagt, füllt die Erde. Bekommt Kinder. Also wir finden diesen Befehl doppelt in der Bibel, in der Genesis. Und ich finde, bei diesen beiden Versen fällt auf, dass dieses Gebot an keine Bedingung hier geknüpft ist. Es ist erst einfach mal nur eine Anweisung Gottes. Da steht nicht, bis die Erde 7 Milliarden Menschen hat oder bis das und das passiert oder bis das und das passiert, sondern da steht erstmal, vermehrt euch und füllt die Erde. Also keine Bedingung, an die das hier geknüpft ist. Also gerade dieses Argument wird häufig genutzt oder gesagt, ne? Ja, die Erde ist gefüllt bereits. Ich finde das an dieser Stelle ein bisschen problematisch, weil es hier nicht im Text steht. Gott hat das einfach nicht gesagt, also finde ich es auch schwierig, das dann hier als Argument anzuführen. Was ich aber definitiv aus diesen Versen schließen kann, ist, dass Gott es ursprünglich im Paradies und später dann auch bei dem Neustart sozusagen bei Noah so angelegt hat, dass wir Menschen Kinder bekommen. Also dass Nachwuchs von Paaren in die Welt gesetzt wird. Kinder zu bekommen, ist also Gott gewollt. Und dafür sprechen auch noch weitere Stellen, die ich euch auch noch kurz anführen möchte. Immer wieder finden wir Verse in der Bibel, die das Kinderkriegen mit einer Segnung Gottes gleichsetzen. Also wie gesagt, er ist gesegnet und dann kommt die Gleichsetzung durch die Nachkommen oder durch andere Formulierungen. Sprüche 17, Vers 6 lesen wir zum Beispiel, die Krone der Alten sind Kindeskinder. Die Nachkommen, also in diesem Fall sind es die Enkel, aber da müssen ja Eltern dazwischen geschaltet sein, sonst hat man keine Enkel. Also die Nachkommen sind hier sehr positiv angesehen. Die sind die Krone der Alten. Also es krönt einen Menschen, hier die Kinder zu haben. Auch in dem Psalm finden wir ähnlich positive Aussagen. Psalm 127, ganz bekannter Psalm in diesem Thema, die Verse 3 bis 5, da steht Folgendes. Siehe, ein Erbe vom Herrn sind Söhne.
Luther übersetzt, eine Gabe vom Herrn, ein Geschenk. Ein Erbe sind Söhne, eine Belohnung, die Leibesfrucht. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Glücklich der Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht beschämt werden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. Also auch hier ganz eindeutig eine positive Verknüpfung von dem Kinderkriegen, also von dem Haben der Kinder. Es wird als glücklich bezeichnet, wie die Pfeile in der Hand eines Helden, also der was anfangen kann mit seinen Waffen, als Belohnung und als ein Erbe oder eine Gabe. Ganz viele sehr positive Assoziationen, die hier gezogen werden zwischen den Kindern und der Segnung, also diesen positiven. Und genau, das ist einmal diese positive Betonung des Kinderkriegens. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder einige Stellen, die uns die negative Seite beleuchten, wo das Unglück der Kinderlosen genannt wird. Auch gerade im Alten Testament immer wieder, da haben wir Sarah, die Frau von Abraham, die ganz lange keine Kinder bekommen hat und darunter gelitten hat und das als eine Schande irgendwie achtete oder angesehen hat, gefühlt hat. Da haben wir Hannah, die Mutter von Samuel, die auch lange Zeit keine Kinder bekommen hat und darunter gelitten hat, dass die andere Frau ihres Mannes, also wieder ein anderes Thema, warum die zwei Frauen hatten, ist nicht gut, aber sie litt darunter, dass die andere Frau Kinder hatte und sie nicht. Das war auch ein Unglück aus ihrer Sicht und dann schenkt Gott ihr irgendwann Samuel, weil sie so inständig darum bittet. Aber auch dort sehen wir, es wird als negativ empfunden. Sie kann keine Kinder haben. Also dieses kinderlose Dasein ist da irgendwie negativ behaftet. Und dann sehen wir auch Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, von dem wir gerade schon gehört haben. Auch bei ihr war das so, dass sie schon hochbetagt war, bis sie dann Kinder bekommen hat und das vorher auch als negativ betrachtet hat. Also die Kinderlosigkeit wurde irgendwie als Schmerz empfunden. Auf der anderen Seite, das Kinder haben, das Kinder bekommen, wird als glücklich, als Erbe oder als Geschenk, als Belohnung Gottes angesehen. Da sehen wir, dass es durchaus sehr positiv rüberkommt, aus meiner Sicht zumindest, dass man Kinder kriegen sollte. Und ich glaube, diese Bibelstellen zeigen uns, dass das Kinderkriegen als einen wichtigen Teil der Ehe angesehen wird. Gott selbst gibt im ersten Gespräch, das in der Bibel, im Schöpfungsbericht stattfindet, den Befehl, dass sie Kinder kriegen sollen. Immer im Hinterkopf behalten. Da der Verzicht auf Kinder aber jetzt nicht eindeutig als Sünde bezeichnet wird, tue ich mich so ein bisschen schwer damit, das auch so zu tun. Ich glaube aber, dass dieser freiwillige Verzicht auf jeden Fall unbiblisch ist in dem Sinne, dass das in der Bibel gar nicht vorkommt, dieses Konzept irgendwie. Das Kinderkriegen hingegen ist biblisch und von Gott für eine Ehe vorgesehen. Jetzt gibt es aber, also was machen wir jetzt damit? Jetzt gibt es natürlich die Situation, dass es... Also ich glaube, es gibt Situationen in unserem Leben, in denen es durchaus problematisch ist, dass man Kinder bekommt oder vielleicht noch mehr Kinder bekommt. Und ich möchte euch ein paar Gründe nennen, die vielleicht gegen das Kinderkriegen sprechen könnten. Ich glaube, wir müssen immer die Lebensumstände mit einbeziehen. Und wenn wir jetzt eine Frau haben oder auch einen Mann, der bei der Kindererziehung hoffentlich mit dabei ist, wenn man jetzt körperlich zwar in der Lage dazu ist, Kinder zu bekommen, also es funktioniert, aber man ist psychisch oder mental oder seelisch nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern, sie aufzuerziehen, für sie da zu sein, in sie zu investieren, dann weiß ich nicht, ob es so weise ist, noch mehr Kinder oder überhaupt Kinder zu bekommen, wenn diese stabile Familie nicht dieser Rahmen nicht da ist. Das wäre sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, glaube ich, keine gute Situation. Eine andere Sache ist auch, wenn es in einer Ehe total kriselt, und das kann auch schon ziemlich am Anfang sein, wenn man noch keine Kinder hat, dann glaube ich, ist auch davon abzuraten, Kinder zu bekommen oder noch weitere Kinder zu bekommen, weil Kinder mir keine Erfüllung schenken werden. Es ist nicht der Ehepartner, der mich erfüllt, nicht meine Kinder, sondern da habe ich ein anderes Problem. Ich muss Gott ins Boot holen, damit Gott diese Ehe stärkt und uns beide erfüllt. Und erst sollte Heilung in der Ehe geschehen, bevor man sich dieser weiteren Belastungsprobe aussetzt. Und das sage ich bewusst, weil Kinder auch sehr viel Arbeit und intensive Belastungen mit sich bringen. Aber ich glaube, weil die Kinder von Gott und der Bibel so positiv gesehen werden, insgesamt das, was ich euch eben vorgestellt habe, würde ich generell immer die Motivation hinterfragen, wenn jemand sagt, ja, nee, wir wollen keine Kinder haben. Also würde ich mich immer fragen, ja, warum denn nicht? Was steckt denn eigentlich dahinter, dass man zu dieser Entscheidung kommt? Und dann
merkt man, wenn man ehrlich zu sich selber ist, also das würde ich jetzt nicht einer anderen Person unbedingt aufstülpen, aber man sollte selber für sich das klarkriegen. Und dann merkt man hoffentlich, ja, ich tue das, weil es mir hier um mich geht, weil ich Karriere machen möchte, weil ich bestimmte Lebensumstände haben möchte, weil ich das mehr Geld haben möchte. Oder geht es darum, geht es vielleicht um andere Gründe? Es gibt vielleicht diesen Grund, habe ich auch schon, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, habe ich auch an anderer Stelle schon gehört. Wenn man zum Beispiel in eine Mission geht, dann gibt's dann kann es auch schwierig sein, wenn man mit vielen Kindern unterwegs ist zum Beispiel oder überhaupt mit Kindern. Das könnte vielleicht so ein Grund sein, dass man sagt, ich investiere mich da ganz, ganz bewusst und ganz speziell in das Reich Gottes und habe da eben dann nicht noch diese Verantwortung noch für jemand anderen. Also das könnte vielleicht so ein Grund sein. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns da immer unsere Motivation hinterfragen. Warum möchte ich das oder warum möchte ich es nicht? Weil generell nach meinem Verständnis Gott uns diesen Auftrag, Kinder zu bekommen, eben gegeben hat. Und ich glaube, der gilt immer noch. Ja, ganz kurz ein Exkurs, das führt jetzt noch ein bisschen zum anderen Thema, aber das möchte ich trotzdem mal hier mit einbringen. Wenn man jetzt zu dem Entschluss gekommen ist, dass aus nachvollziehbaren Gründen es nicht sinnvoll ist, Kinder zu bekommen, dann kann man ja ganz unterschiedliche Methoden anwenden, um keine Kinder zu bekommen. Stichwort Verhütungsmethoden. Und hier möchte ich nur ganz kurz, auch schon in Vorbereitung, dass ihr mal irgendwann heiratet, hoffentlich, darauf hinweisen, dass diese unterschiedlichsten Methoden ganz unterschiedliche Wirkungen haben können. Und wir als Christen sollten uns da immer im Blick behalten, dass es auch Methoden, Verhütungsmethoden gibt, die abtreibend wirken. Und Abtreibung, da töten wir ein menschliches Leben. Und deswegen möchte ich euch jetzt auch schon in Erinnerung rufen oder dafür sensibel machen, euch damit, wenn es dann soweit ist, damit auseinanderzusetzen. Hier sind auch einige verheiratet, deswegen darf ich das auch mal so sagen. Einfach mit den Wirkungsweisen euch auseinanderzusetzen, damit ihr wisst, okay, wie funktioniert das Ganze. Aber was ist denn noch gut daran? Lasst mich jetzt nochmal einen positiven Blick auf das Kinderkriegen euch aufzeigen oder zumindest zu versuchen. Was ist denn noch gut daran, Kinder zu bekommen? Ich glaube, Kinder machen erstmal viel Arbeit. Und vieles ist im Alltag nicht so romantisch, wie man es sich vorstellt mit den kleinen süßen Kindern. Unser Kleinster zum Beispiel, der schläft im Moment nicht so gut. Es ist in vielen Situationen wenig Romantik dahinter, nachts dann oder so. Ne? Aber dennoch hat es auch für uns, glaube ich, extrem viele und große Vorteile. Und ich möchte nur drei nennen, neben ganz vielen anderen, die man nennen könnte. Das erste, man lernt, selbstlos zu geben. Als Eltern gibt und gibt und gibt man, ohne dass man viel vom Kind zurückbekommt, zumindest was zählbar ist irgendwie. Das Kind kann ja noch gar nichts leisten, gerade wenn es klein ist. Aber dieses selbstlose Geben, dieses sich investieren in einen anderen Menschen hinein, ist durch und durch biblisch. In Perfektion hat Jesus uns das vorgelebt, indem er sich selbst hingegeben hat für uns Menschen. Und ich glaube, Gott kann uns gerade durch diese kleinen Kinder, die er uns anvertraut, sehr vieles beibringen und uns lehren, was es heißt, sich selber zu geben für jemand anderen. Zweitens, man lernt Geduld. Auch das ist wieder ein Lernprozess, dem wir durch Kinder automatisch ausgesetzt sind. Also da könnte man viele Geschichten erzählen, aber unsere Geduld wird immer wieder auf die Probe gestellt, wenn wir mit Kindern zu tun haben. Und Gott kann auch diesen Lernprozess dazu gebrauchen, um uns vielleicht noch auch gegen anderen Menschen gegenüber noch geduldiger werden zu lassen. Als drittes, man lernt selbstlos zu lieben. Ein Kind hat doch noch nichts getan. Es ist einfach da. Komischerweise, als Eltern lieben wir es trotzdem vom ersten Augenblick an. Es ist doch einfach nur da. Es kann uns nicht überzeugt haben, es kann noch nichts Gutes geleistet haben. Es ist irgendwie verrückt, aber es zeigt uns auch, wie Gott uns liebt. Und wir verstehen es vielleicht ein Stück weit mehr, wenn ich auf einmal dieses Baby im Arm halte oder ein größeres Kind dann auch bei mir habe und ich liebe dieses Kind, obwohl es mir noch nichts wirklich gebracht hat in diesem Sinne, dann verstehe ich ein Stück weit mehr, wie Gott uns Menschen liebt. In 1. Johannes 4, 17 lesen wir, dass wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In Römer 5, 8 heißt es, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren und dadurch hat er uns die Liebe gezeigt, die Liebe Gottes. Gott liebt uns bedingungslos und das kann ich an so einem kleinen Wesen einfach viel besser nachvollziehen, wenn ich es lerne, dieses Kind zu lieben. Man könnte noch mehr Aspekte nennen, aber ich belasse es dabei. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, Kinder zu bekommen. Ich möchte ganz zum Schluss nur einen Aspekt noch mal mit hineinnehmen in dieses Thema, unfreiwillige Kinderlosigkeit. Es gibt natürlich Paare,
die gerne Kinder bekommen möchten, aber es nicht können. Es klappt irgendwie nicht. Und die sind dann auch in unserer Gemeinde, die sind auch um uns herum. Und man könnte jetzt sehr unsensibel mit diesem Thema umgehen und zu denen hingehen und sagen, ey du, ne, Gott sagt doch, wir sollen Kinder kriegen. Warum habt ihr denn jetzt nach 5 Jahren Ehe noch keine Kinder? Das ist extrem unsensibel, gerade wenn diese Personen vielleicht sowieso schon damit kämpfen, dass sie keine Kinder kriegen. Das heißt, wir müssen uns davor hüten, irgendwie verurteilend oder ja, so unsensibel mit oder über solche Leute zu sprechen. Das kann das Leid noch viel vergrößern oder verstärken. Nun zum Abschluss meine Antwort. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, die gewollte Kinderlosigkeit als Sünde zu bezeichnen, weil wir das nicht so eindeutig in der Bibel finden. Aber von der Bibel herkommend würde ich sagen, dass Kinder ein wirklich großer Segen sind, dass sie von Gott ausdrücklich für eine Ehe vorgesehen und gewünscht sind. Und deshalb gibt er uns am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht den Auftrag zum Kinderkriegen. Habt ihr dazu Fragen? Jetzt ein bisschen ein spezielles Thema in der Jugend, aber die Frage wurde nun mal gestellt. Christian wollte bestimmt was sagen, der hat schon ein paar Mal angesetzt. Nein, ich wollte ganz kurz zwei Punkte noch mal hineinwerfen. Ein Punkt, was Michi sagte, was wir durch Kinder lernen können, also das ist bei mir auch gefallen oder ist mir letztens bewusst geworden, dass wir als Eltern in dem Moment, wenn wir Kinder haben und in der Kindererziehung beschäftigt sind, die manchmal auch ziemlich herausfordernd sein kann, Stichwort Pubertät und so weiter, ne, dann kommen wir in die Situation, ein Stück weit Gottes Liebe und Gottes Handeln zu verstehen. Also ihr werdet das mit Sicherheit kennen, ne? Dann gibt es die Situation, da kommt Geburtstag oder Weihnachten oder was auch immer und man überlegt sich, welche Geschenke man den Kindern schenken will und denkt darüber nach und sagt, eigentlich haben die das überhaupt nicht verdient. Die haben sich in den letzten Wochen benommen wie sonst wer, eigentlich haben sie es nicht verdient. Und dann, zumindest habe ich häufig den Gedanken, kommt immer wieder der Gedanke, und doch geben wir und beschenken sie, weil auch wir nicht alles bekommen, was wir verdient haben, sondern wir Gnade erleben von Gott. Ja, und ein Stück weit so Gottes Gnade verstehen. Also das war bei mir häufig ein Gedanke, ein Aspekt. Und ein Argument, was in Anführungsstrichen gegen Kinder bekommen spricht, was ich häufiger schon gehört habe, also das absolut Dümmste, was ich gehört habe, ist, dass man dadurch die Umwelt belastet und man das nicht machen sollte, darüber wollen wir hier nicht sprechen. Aber es gibt durchaus die Gedanken, in der Welt wird es immer schlimmer, die politischen Lagen und so allgemein die ganze Situation in der Gesellschaft wird immer schlimmer. Ist es da überhaupt noch verantwortungsvoll, ein Kind in die Welt zu setzen? Darf man das oder sollte man das überhaupt tun? Und eine Geschichte, die ich gehört habe, die fand ich sehr, sehr cool. Und zwar Bill und Gloria Gaither, die haben als in der Zeit, wo der Kalte Krieg war, da war sie, glaube ich, schwanger mit ihrem ersten Kind und die haben sich dann auch die Frage gestellt, ist es überhaupt verantwortungsvoll, ein Kind in die Welt zu setzen? Und ihre Antwort darauf haben sie der Bill Gaither in einem Lied dann wiedergegeben, weil Jesus lebt, habe ich Vertrauen, weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Also der Grund dafür, ein Kind in die Welt zu setzen, ohne Angst, ohne Zweifel oder sonst was, war, weil Jesus lebt. Und wir wissen, dass Jesus Herr über allem ist. Also das fand ich eine tolle Geschichte und vielleicht beschäftigen dem einen oder anderen diese Gedanken, von wegen es wird immer schlimmer, ist es überhaupt verantwortungsvoll, ein Kind in die Welt zu setzen, da ist das Lied eine richtig coole Antwort. Ja. Danke für die Ergänzung. Ja, da jetzt sonst auch keine Fragen und Rückmeldungen sind, dann werden wir es jetzt so machen, dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein Lied hören, und zwar Mein Jesus, mein Retter. Da geht es im Prinzip auch darum, weil Jesus lebt, nur eben anderer Text, aber gleicher Inhalt. Könnt schon mal nach vorne kommen und dann sage ich, wie es weitergeht. Genau. Es ist mittlerweile schon ziemlich spät geworden, also es ist jetzt schon 8:05. Laut meinem Plan, den ich erstellt habe, ist es jetzt erst 8:20. Also wissen wir auf jeden Fall, wer sich nicht an Redezeit halten kann. Nein. Du hast uns ja unterschiedlich viel Zeiten gegeben. Das heißt, sie wissen es nicht, wer überzogen hat. Ja, das stimmt. Aber ich weiß es. Es waren alle. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Folgendes. Wir hätten jetzt theoretisch noch eine Frage. Diese Frage würde, also auf diese Frage einzugehen, würde etwas länger dauern. Es ist die Frage, oder darin enthalten ist auch die Frage, was die Rolle der Frau in der Gemeinde betrifft.
Gerade deshalb würde das jetzt etwas länger dauern. Ich weiß, dass es ein Thema ist, das bestimmt vielen von euch unter den Fingernägeln brennt. Aber ich möchte trotzdem einmal fragen, wie aufnahmefähig ihr überhaupt noch seid. Also die Leute, die zu Hause zuschauen, die können jetzt leider nicht mitbestimmen, was jetzt passiert. Das ist jetzt quasi wie diese Filme, ne? Bei denen man am Ende entscheiden kann, wie der Film ausgeht oder nicht. Ihr könnt das zu Hause nicht entscheiden, aber ihr hier im Saal. Einfach mal die Frage, wärt ihr noch aufnahmefähig oder wäret ihr bereit, noch länger hier zu sitzen? Ich weiß, es wird vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht 35 Minuten, keine Ahnung, wie lange Gerd redet. Ihr habt es vorhin mitbekommen, wie lange er reden kann. kommt dann natürlich auch darauf an, welche Rückfragen kommen. Aber ich würde das jetzt tatsächlich von euch abhängig machen. Wer von euch würde gerne noch länger hier sitzen und zuhören? Oder sagt ihr, wir haben genug gehört für heute und die weiteren Fragen verschieben wir auf das nächste Mal? Also es gibt diese Frage noch und theoretisch noch weitere, die wir jetzt aber definitiv nicht mehr ansprechen. Also wer wäre bereit, noch hier zu bleiben? Okay, das ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Deshalb würde ich sagen, vertagen wir diese Frage. Das war ein schönes Gedicht. Und werden das dann, also wenn wir nochmal so eine Fragerunde machen, das werden wir bestimmt machen, ist ja auch der Wunsch von einigen von euch gewesen, dass wir es häufiger machen, dann werden wir die Frage da auf jeden Fall mit aufnehmen und berücksichtigen und natürlich dann noch weitere Fragen, die von euch kommen werden. Genau. Ja, dann ist dieser Abend an dieser Stelle beendet. Es war viel zu hören über verschiedenste Themen, verschiedenste Fragen. Deshalb denke ich mal, dass auch für jeden was dabei gewesen ist. Ja, wir hatten praktisch-theologische Themen, exegetische Themen. Und ja, ich hoffe, ihr habt vieles lernen können für euer persönliches Leben, aber auch gerade für euer geistliches Leben. Darum geht es ja auch, dass wir durch diese Fragestunden Gott und sein Wort besser kennenlernen. Ja, dann möchte ich diese Jugendstunde an dieser Stelle beenden, gerne mit einem Gebet. Wenn ihr gleich rausgeht, also wir müssen das Gelände ja gleich wieder verlassen direkt, dann ist draußen wieder diese Box, die Schatztruhe, die kennt ihr ja schon, da sind dann die Gebetszettel drin, zieht da einen Namen raus, betet dann für diese Person im Laufe der nächsten Woche, schreibt die Person vielleicht auch an, was sie für Anliegen habt, dass ihr auch für sie speziell beten könnt. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag wieder, hier im Gottesdienst um 9 Uhr und 11 Uhr. Finden ja zwei Gottesdienste statt, die könnt ihr euch noch anmelden. Ich denke mal, gerade im 9 Uhr Gottesdienst sind noch viele Tickets für euch frei. Dann, ich werde auf jeden Fall auch da sein und der eine oder andere hier bestimmt auch. Gut, lasst mich noch zum Abschluss beten und dann ist der Abend hier beendet. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und für all das, was wir daraus lernen dürfen. Gerade auch für unser praktisches Leben, dass wir da Anwendung finden dürfen, auch für unseren Alltag heute im 21. Jahrhundert. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen, es verstehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, es auch immer besser zu verstehen, dass du uns da immer mehr Erkenntnis auch schenkst und wir dadurch dir näher kommen, mehr verstehen, was du für uns persönlich auch willst, wie du möchtest, dass wir unser Leben führen, Herr, und dass wir, wie wir dir am meisten Ehre bringen können, auch mit unserem Leben. Ja, verherrliche du dich durch uns und ich danke dir dafür, dass wir auch an diesem Wochenende und in den kommenden Tagen damit rechnen dürfen, dass du mit uns gehen wirst. Amen. In diesem Sinne, einen schönen Abend und auf Wiedersehen.